Das ewige Leben, Jesus Christus, das bei dem Vater war und uns erschienen ist, was wir mit unseren Augen gesehen haben und mit unseren Händen betastet haben, vom ewigen Leben. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Wir haben das ewige Leben gesehen und wir haben das ewige Leben angegriffen, sagt Johannes. Und das ist Jesus Christus. Der Vater gibt selbst Zeugnis über seinen Sohn, als der Vater gesprochen hat. Aber von dem Sohn spricht der Vater. Dein Thron, o Gott, o Sohn, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast die Gerechtigkeit geliebt und die Gesetzeslosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, o Sohn, dein Gottvater gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Du, o Herr, o Sohn, hast im Anfang die Himmel gegründet und die Erde sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Und du wirst sie zusammenrollen, die Himmel. Und deine Tage nehmen kein Ende, spricht der Vater über den Sohn. Wenn der Vater den Sohn Gott nennt, wer bist du als Mensch und sagst, nein, Jesus ist nicht Gott? Der Vater sagt, Jesus ist Gott. Die Propheten sagen, Jesus ist Gott. Engel Gabriel sagt, Jesus ist Gott. Jesus sagt selber, dass er Gott ist. Und dann kommt ihr und die ganze Welt hat auf euch Heretiker gewartet, ihr Unitarier und Muslime und Scharlataner und Wölfe im Schafpelz. Und dann hat die ganze Welt auf euch Heretiker gewartet, indem ihr den Sohn Gottes nicht als Gott erkennt oder sagt, er ist nur ein Prophet. Die Bibel warnt uns. Darf eine Christin nur einen Christen heiraten? Die Frage spricht für sich selbst. Wer den Heiligen Geist hat, auf jeden Fall, der erkennt, dass auf jeden Fall ein Christ nichts zu tun hat mit einem Menschen, der Christus nicht kennt. Möchtest du ein Fleisch werden und eine Seele und Geschlechtsverkehr haben mit einem Kind des Antichristen, mit einem Menschen, der den Geist des Antichristus in sich hat? Es macht doch keinen Sinn, wenn du als Christ sagst, ich liebe meinen muslimischen Freund. Du gehst nach deinen Gefühlen und du gehst nach deinen Fleischesgelüsten. Die Bibel sagt uns, wir sollen mit niemandem in einem Strang ziehen, der nicht an Christus glaubt, in 2. Korinther Kapitel 6. Es ist für dich. Möchtest du, dass die Lehre des Teufels und die Lehre Gottes in deiner Familie gepredigt wird? Einmal das Licht der Welt und einmal die Finsternis, einmal Christus und einmal Antichristus. Alle Historiker sagen, er wurde gekreuzigt. Die Kreuzigung kannst du nicht abschlagen. Selbst Petrus sagt, die Kreuzigung, dass der Vater den Sohn auserwählt hat für das Sühnopfer am Kreuz, ist seit der Erschaffung der Welt an von Gott vorherbestimmt. Ja, wenn Gott die Kreuzigung vorherbestimmt hat, bevor er die Welt geschaffen hat, wer seid ihr, dass ihr nicht an das glaubt, was Gott vollbracht hat? Er macht überhaupt keinen Sinn. Weil die Kreuzigung ist seit der Erschaffung der Welt an im Plan Gottes beinhaltet, dass die Schöpfung fallen wird. Die Schöpfung wird in Sünde fallen und Gott wird Mensch werden und in seine Schöpfung kommen. Und die Schöpfung wird mit dem Schöpfer wieder in Anklang kommen. Und damit der Mensch wieder eine Möglichkeit hat, eine Beziehung mit dem Schöpfer zu haben. Und der Mensch kann nur eine Beziehung mit seinem Schöpfer haben, indem er durch seinen Sohn als ein Mittler, der Sohn des Menschen ist, die Beziehung zum Vater erhält. Niemand kann zu mir kommen, er sei denn... Der Vater zieht ihn zu mir. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Mittler, er ist die Brücke, Jesus Christus, das ewige Leben, das dich zum Vater bringt. Und es gibt keinen anderen Weg zu Gott, den Vater. Und ihr alle, wenn ihr, guck mal, ich lese euch das sogar gerne vor, ich habe es in meiner Story schon mal gesagt. Guck mal. Wer auf euch hört, der hört auf mich, sagt der Herr. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer euch hört, der hört mich. Ich brauche nicht Rechenschaft ablegen.
Ich brauche nicht jetzt durch die ganze Bibel euch alle Beweise geben, dass Jesus Gott ist und dass der Islam laut der Bibel vom Teufel ist und dass Allah der Widersacher ist, der Eva verführt hat und die Religion des Antichristen dann gegründet hat und dass der babylonische Geist aus dem Alten Testament wieder hervorgekommen ist und jetzt in dem Götzenstein von Mekka ruht und 1,8 Milliarden Menschen geben dem Tier, nämlich der Tier, das Tier in Offenbarung ist der antichristliche Geist, den 1,8 Milliarden Muslime fünfmal am Tag anbeten. Ich kann euch das alles erzählen. Ich kann euch Punkt für Punkt erzählen, was auf der Welt abgeht. Aber der Herr sagt, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Jeder, der aus Gott ist, der hört auf euch. Jeder, der nicht aus Gott ist, der hört nicht auf euch. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Sie sind von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aber aus Gott. Darum auf jeden Fall, ich brauche mich nicht zu rechtfertigen, aber ich tue es gerne, mich zu rechtfertigen. Warum? Damit ihr glaubt, wie der Herr sagt, damit ihr glaubt und erkennt, dass der Vater mich in diese Welt gesandt hat. So. Ihr müsst euch so vorstellen, damals als Jesus gepredigt hat und damals als Jesus seine Wunder getan hat, ne, seine Jünger haben geglaubt. Viele von seinen Jüngern, abgesehen von den 12 Jüngern, hatte Jesus viele Jünger. Er hatte tausende Jünger, die ihn tagtäglich verfolgt haben. Abgesehen von den 12 Jüngern, die andere Jünger, Jesus hat zum Beispiel, ich lese euch das mal vor, was Jesus gesagt hat. Es wird ganz interessant, warum? Weil ihr hört das Wort Gottes, wie Gott durch seinen Kindern spricht. Denn Gott sagt in Hebräer ganz klar, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf viele Weise gesprochen hat, hat er durch seine Propheten gesprochen, in den letzten Tagen hat er durch seinen Sohn gesprochen. Wir sind durch den Geist Gottes auch Söhne Gottes. Darum, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Und das hat Jesus auch zu Saul gesagt, bevor Saul zu Paulus wurde. Sagt Jesus, und Jesus ist Saul erschienen und hat zu ihm gesagt, nicht, warum verfolgst du meine Gemeinde? Oder warum verfolgst du diese Gruppe? Sondern Jesus hat gesagt, warum verfolgst du mich? Denn jeder, der den Geist Gottes hat, der ist verbunden mit dem Vater und mit dem Sohn. Jesus sagt, damit sie eins sind, gleich wie ich, Vater, mit dir eins bin, damit sie zu vollendeter Einheit kommen. Und das ist auch die Lehre der Theosis, der orthodoxen apostolischen Lehre, dass sie Gott ähnlicher werden und dass sie im Anklang mit Gott immer tagtäglich sich erneuern. So. Abgesehen davon, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und alle, die haben die Wunder Jesu gesehen. Sie haben gesehen, Jesus hat geheilt, Jesus hat Tote auferweckt, Jesus hat das getan. Selbst diejenigen, die die Wunder getan haben. Guck mal, Jesus hat tausende Dämonen von einem Menschen ausgetrieben. Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Jesus hat die Tochter von Jairus auferweckt. Das haben sie alles mit eigenen Augen gesehen. Aber sie haben dennoch nicht geglaubt. Und ihr, die ihr Muslime oder andere, ich habe nichts gegen euch, ich liebe euch als Personen, aber ich liebe nicht den Geist des Antichristen, der den Sohn Gottes in euch verleugnet, der in meinen Livestream kommt und einfach mich beleidigt, mich fertig machen möchte. Das ist der Teufel. Johannes 10. Der Dieb kommt nur, um zu lügen, zu stehlen und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, damit sie das Leben in Überfluss haben. Das bedeutet, wenn kein Cher aus eurem Mund kommt, keine schöne Sprache und keine Amen, Bruder, du sagst die Wahrheit, sondern Astaghfirullah oder sonst was, dann merkt man auf jeden Fall, dass der Feind in euch auch arbeitet gegen Gottes Wort. Aber wenn diejenigen, die die Wunder Jesu gesehen haben und das, was Jesus vollbracht hat, nicht mal geglaubt haben, wie werdet ihr glauben? Wenn die Israeliten, die Juden, die alles mit eigenen Augen gesehen haben, was Jesus vollbracht hat, und die meisten von den Pharisäern leider heutzutage noch in der Hölle sind und für immer in der Hölle bleiben, weil sie nicht das Zeugnis vom Vater geglaubt haben. Denn wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Sie waren aber nicht von seinen Schafen und darum haben sie nicht den Vater in Christus erkannt, sondern sie haben gegen ihn gelästert und ihn verteufelt, weil der Teufel ihr Vater ist. Und das Gleiche auch an die Muslime. Und Jesus würde das Gleiche an die Muslime auch sagen. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Das würde Jesus zu den Juden heutzutage sagen, zu den Muslimen, zu den Buddhisten. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Guck mal.
Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm, wie lange hältst du uns noch im Ungewissen? Bist du der Christus, dann sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt es nicht. Ich hab's, so wie ich gerade, ich habe es euch gesagt, ihr glaubt nicht. Was für ein, soll ich euch das aufzwingen? Ich kann euch mein Glauben nicht aufzwingen, denn wer aus der Wahrheit ist, folgt mir nach. Wie lange hältst du unsere Seele im Ungewissen? Bist du der Sohn Gottes, der Christus? Dann sage es uns. Dann sagt Jesus, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt mir nicht. Die Werke, die ich tue, im Namen meines Vaters, die geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Jeder, der von Natur aus nicht das Zeugnis des Vaters in sich hat und immer noch feindselig in seiner Seele und in seinem Geist ist und nicht wiedergeboren ist und das Zeugnis des Vaters in sich hat, der ist automatisch feindselig gegen Gottes Wort. Alle, die nicht den Heiligen Geist haben, sind automatisch Antichristus, Anti-Bibel, Anti-Sohn Gottes, Anti-Gott, das Wort Gottes im Fleisch. Weil die Bibel sagt uns, jeder, der in diese dreidimensionalen Welt hineingeboren wird, der wird in die Erbsünde hineingeboren. Die Erbsünde ist der natürliche Tod des Menschen. Jesus hat zu Adam gesagt, beziehungsweise der Herr, wir wissen, der Herr ist auch die zweite Hypostase Jesu, darum sage ich Jesus, weil Jesus das Wort Gottes ist und weil auch der Geist des Herrn im Garten Eden war. Und das ist auch ein Anzeichen, dass Jesus im Garten Eden gewandelt ist. Das kann ich euch mal zeigen eines Tages. Abgesehen davon auf jeden Fall will ich damit einfach nur sagen, dass wenn ihr nicht an den Sohn Gottes glaubt, ihr in der Rebellion gegen euren Schöpfer seid, diejenigen, die nicht aus Gott sind, halt die Worte Gottes nicht hören und jeder Mensch in die natürliche Erbsünde hineingeboren ist, er kann nur in Anklang zu seinem Schöpfer kommen, wenn er aus Gottes Geist wiedergeboren ist, Johannes 3,3. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen. So, weil der natürliche Mensch gegen Gott rebelliert, weil er nicht den Geist Gottes hat. So, und dann sagt Jesus, aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Wie ich euch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Die Schafe Gottes folgen Jesus nach. Sie folgen nicht Mohammed nach. Mohammed ist in Johannes 10 der Dieb, der kommt, um zu zerstreuen. Das ist Mohammed und alle anderen antichristlichen Religionen und irgendwelche Religionsurheber. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der die Schafe, die Menschen mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und dann wollten die Juden ihn steinigen, weil er sich selbst Gott gleich gemacht hat und gesagt hat, Gott ist mein Vater. Darum, das ist auch der Grund für die Kreuzigung, meine lieben Muslime, weil Jesus sich Gott gleich gemacht hat, weil Jesus die Werke Gottes getan hat, weil Jesus Sünden vergeben hat. Jesus hat Sünden vergeben, Jesus hat Menschen auferweckt, Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins, wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Ja, warum wurde denn Jesus gekreuzigt? Der Grund für die Kreuzigung ist Gotteslästerung, weil er nach dem Wissen der Juden sich Gott gleich gemacht hat. Das ist der Grund. Guck mal. Viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt, für welches von ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werks steinigen wir dich nicht, sondern wegen Gotteslästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Ja, Jesus hat sich zu Gott gemacht, weil er Gott ist. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geschaffen, doch die Welt erkannte ihn nicht. Jesus antwortet ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Das steht im Alten Testament über die Menschen, dass sie Götter sind. Das Wort Gott umfasst nicht einfach nur jetzt etwas, was jetzt der Urheber der Schöpfung ist. Nämlich der Urheber der Schöpfung ist nicht nur Elohim, Gott, sondern Jahwe.
Und Jahwe zeichnet sich über alles darüber hinaus. Wenn Gott sagt, ich bin Jahwe oder der Herr, großgeschrieben, zeichnet sich Gott über alle heidnischen Götter und Menschen ab. Jetzt kommen die, Menschen, auch Freikirchler, die die Bibel nicht kennen, oder Muslime und sagen, was? Steht im Alten Testament wirklich geschrieben, dass Gott sagt, ihr seid Götter? Ja! Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wir haben Gottes Göttlichkeit in uns. Wir haben die Natur, dass wir spirituelle, geistliche Wesen sind, die wir ewig leben, entweder in der Hölle oder im Himmel. Das Gesetz sagt, wir sind Götter. Jetzt umfasst sich die Lehre über dieses Thema und auch Johannes 17 bei den Orthodoxen am besten. Die Orthodoxen haben die beste Lehre dafür, nämlich die Theosis. Und die Theosis ist in der orthodoxen Lehre, gottesfürchtig Tag für Tag im Heiligen Geist sich erneuern zu lassen und Gott ähnlicher zu werden. Nicht, dass du jetzt ein Gott bist, denn wir haben nur einen Gott. Aber Gott ähnlicher zu werden im Anklang des Heiligen Geistes, das ist möglich. Und das lehrt uns zum Beispiel die orthodoxe Lehre durch die Theosis. Die Theosis, die Heiligung, Gott ähnlicher zu werden. Weil das steht auch in der Bibel. Jesus ist nicht gekommen, um einfach für die Sünden der Welt zu sterben. Halleluja! Das ist der Wille Gottes, dass wir durch sein Werk und sein Opfer ewiges Leben haben. Und das ist durch Jesus geworden und was er vollbracht hat. Aber Jesus ist nicht nur gekommen, damit er für unsere Sünden stirbt, sondern Johannes 17. Vater, ich will, dass sie eins sein mit uns, gleich wie ich mit dir eins bin, dass sie mit uns eins sind. Und das ist möglich durch die Erneuerung im Heiligen Geist, wie die Orthodoxen das sagen, die Theosis, durch den Verfall und die Krankheit der Erbsünde, sich jetzt wieder gesund zu machen im Heiligen Geist. Und wenn wir von der Erde gehen, Gott ähnlich in der Heiligkeit gewandelt sind und dann auf jeden Fall in der Ewigkeit dann erkennen, dass wir mit dem Vater und mit dem Sohn eins sind. Nicht in der Natur oder Essenz der Gottheit, sondern auf jeden Fall als seine Kinder. Wenn er die Götter nennt, zu denen, dass das Wort Gottes kam, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Tue ich nicht die Werke meines Vaters, dann glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, dann glaubt mir doch den Werken, wenn ihr schon mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Da versuchten sie wieder, ihn Jesus festzunehmen, doch seine Stunde war noch nicht gekommen. Hat Jesus gesagt, dass er Gott ist? 100%. Hat Jesus gesagt, dass er und der Vater eins sind? 100%. Darum wollten sie ihn kreuzigen. Und haben ihn gekreuzigt, beziehungsweise steinigen. Sie wollten ihn auch steinigen, das meinte ich. Jetzt können wir ein bisschen die Kommentare wieder einschalten. Weil das Problem ist, heutzutage sehen wir ein Evangelium auf TikTok, wo die meisten sagen, ja, alles klar, Jesus ist für meine Sünden gestorben, Halleluja, daran glaube ich, finito, fertig. Die wollen nichts mehr dazu machen. Sie sagen ja, Epheser 2,8, aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus euren Werken heraus, damit sich kein Fleisch rühme. Amen. Wir sind aus Gnade gerettet. Wir sind durch den Glauben gerechtfertigt. Epheser 2,10. Um in den Werken zu leben, in denen Christus uns vorherbestimmt hat. Das bedeutet, die Bibel sagt uns, wir sind durch den Glauben gerettet aus Gnade, aber durch diesen lebendigen Glauben werden wir und versuchen, Gott ähnlicher zu werden in der Wandlung und der Heiligkeit des Heiligen Geistes. Johannes 17, wie der Sohn zum Vater betet.
Und das ist krass, wenn man darüber denkt, was die Bibel alles über den Menschen sagt und was der Mensch dann sein wird in der nächsten Welt. Wenn man die ganzen Punkte nimmt, was wir sein werden und was Gott für uns eigentlich vorher bestimmt hat, dann würden wir nicht so leben, wie wir eigentlich leben. Dann würden wir komplett von dieser Welt abgeschottet sein und Gottes Wort nachfolgen. Aber die inwohnende Sünde, Römer 7, ne, das Fleisch, das gegen den Geist kämpft und der Geist, der gegen das Fleisch kämpft. Und auch Jesus aber, der gesagt hat, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Das Fleisch nützt gar nichts. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Fleisch nützt gar nichts. Jesus sagt, der Körper, der Leib nützt gar nichts. Das nützt gar nichts. Aber wir sündigen im Tempel Gottes gegen Gott, obwohl das Fleisch nützt gar nichts, sagt Jesus. Wir leben natürlich geistlich, aber gleichzeitig auch viel auf unser Fleisch. Und die Bibel sagt, wer auf sein Fleisch sät, der wird Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, der wird ewiges Leben ernten. Jesus sagt, das Fleisch nützt gar nichts. Der Körper allein nützt gar nichts. Aber wir und die Menschen, die Gott nicht kennen, leben im Einklang mit dem Fleisch und mit dem Körper. Und nicht auf ihren Geist und ihre Seele. Da muss ich mich selber auf die Schulter greifen und sagen, wir müssen alle Buße tun. Wenn Jesus sagt, das Fleisch nützt gar nichts und wir leben aber auf jeden Fall oft, auch unbewusst und unwillig, auch wenn wir geistlich sind, für das Fleisch. Wir müssen Buße tun. Jesus ist doch auch Gott. Jesus ist Gott. Amen. Wie hat sich Jesus dir offenbart? Das ist eine lange Geschichte. Da habe ich schon öfters erzählt. Ich kann es mal in einem anderen Stream erzählen. Wieso hast du deine Haare gefärbt? Warum nicht? Von Staub bin ich, von Staub komme ich wieder zurück. Warum nicht? Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wie kam deine Erkenntnis vom Moslem zu Christ zu kommen? Lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich das nochmal in irgendeinem anderen Stream. Was ist aber, wenn der mich als Christin akzeptiert und ihn als Moslem und wir kein Problem mit haben? Was ist aber, wenn er mich als Christin akzeptiert und ich als Moslem? Wahre, wiedergeborene Christen, die Ahnung haben von der Schrift und nach dem Willen Gottes berufen sind und für das Reich Gottes arbeiten, die werden nicht im Anklang mit einem Moslem zusammenleben wollen. Das ist dein Fleischesgelüste und nicht der Heilige Geist, der dich dazu führt, in eine Beziehung zu kommen mit einem Menschen, der Christus nicht kennt. Ist Jesus der Sohn oder Gott? Der Sohn ist Gott selbst, sagt die Bibel. Wenn da steht Sohn Gottes, ist er die zweite Hypostase Gottes. Alan, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr segne dich auch, mein Lieber. Würdest du dich impfen lassen? Habe ich, als ich schwach war im Glauben damals, aber würde ich niemals machen. Und ich respektiere alle Menschen, die sich nicht impfen lassen haben damals. Würde ich niemals mehr machen. Aber in Markus 16 steht auch, wenn meine Kinder Gift trinken, dann wird es ihnen nichts antun. Dieser Vers hat mir sehr geholfen damals, als ich dann zur Vernunft gekommen bin. Wenn meine Kinder Gift trinken, wird es ihnen nichts antun. Darum auf jeden Fall betet und tut Buße. WHO will Zwangsimpfung einführen. Das war ja damals in Österreich so Richtung Zwangsimpfung, diesen ganzen Quatsch und alles. Ich habe es ja damals wegen Arbeit und so getan, wie ein... Hätte ich einfach nur ein paar Monate gewartet. Aber es war ein Test von Gott, die ganze Impfung. Die Impfung war auch auf jeden Fall ein Test von Gott.
ist es schlimm, wenn man als Christin werden will, man sich aber nicht so gut auskennt mit der Bibel? Natürlich. Die Erkenntnis auf jeden Fall durch die Schrift und die Weisheit Gottes empfängst du dann, wenn du im Heiligen Geist wandelst und den Geist Gottes in dir hast. Du bist nicht von heute auf morgen ein tadelloser Heiliger. Bist du in Wien? Ah, nee, in der Nähe von Wien. Stabiler Typ bist du. Du bist auch stabil, Gottes Segen. Liebe Grüße aus München. Hi, Gottes Segen. Ich bin 1,5 Stunden von München. Ja, Gift trinken, Mohammed war wohl kein Kind Gottes. Ja? Sura 66, 44 bis 47. Dem Lügner werden wir gewiss die Aorta durchtrennen, und dann in Sahih al-Bukhari 44, 28 ist Mohammed durch das Gift der Jüdin dann auch gestorben, und durch die Trennung der Aorta wurde der Lügenprophet offenbart. Selbst durch ihre eigenen Schriften wird das klar, wenn man Sura 66, 44 bis 47 und Sahih al-Bukhari 44, 28 vergleicht. Denkst du, dass Transfrauen Frauen sind? Nein. Es gibt Mann und Frau. Wenn du unten seit deiner Geburt kein Penis, kein Glied hast, dann bist du auch keine Frau. Wenn du keine Kinder bekommen kannst, bist du keine Frau. In der Hinsicht, schwanger zu werden und das alles. Eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann. Darf eine Christin nur einen Christ heiraten? Ja. Du bist spitze, mach bitte weiter. Elisabeth, Gottes Segen. Habibi, was geht? Mir geht's gut, wie geht's dir? Bist du orthodox? Nein, ich lerne die Orthodoxie. Hoffentlich wird mein Land wieder 100% christlich. Nationalist, Albanien. Ja, Albanien auf jeden Fall. Sehr, sehr schade, dass der Islam auf jeden Fall nach Albanien und Bosnien gekommen sind und sie aufgefordert sind, den Islam anzunehmen damals. Albanien zeigt sich auch durch den christlichen Adler auf jeden Fall, dass es von Anfang an eine christliche Nation war. Was muss man machen, wenn man Angst vor dem Tod hat? Jesus Christus als den Herrn und deinen Erlöser anzunehmen und den Heiligen Geist zu empfangen und nach Gottes Wort zu leben. Denn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder Mensch, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit niemals sterben. Ein wahrer Christ, der weiß, wenn er den Körper verlässt, wird er zu seinem Schöpfer zurückkommen. Und er hat keine Angst vor dem Tod. Wer sich fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Wahrheit und in der Liebe. Aber es gibt zwei Arten von Ängsten. Es gibt die dämonische Angst, Social Anxiety, Depressionen, Suizidgedanken, dämonische Angriffe und dämonische Ängste. Und dann gibt es noch die normale Angst und alles andere. Es gibt zwei Arten von Angst und Furcht. Es gibt die dämonische Angst und Furcht und die normale Angst. Zum Beispiel, wenn du von einem Haifisch attackiert wirst. Das ist der natürliche Mensch und dein Körper und dein menschlicher Verstand, der Angst hat, aufgefressen zu werden. Dämonische Angst wäre, wenn du merkst, dass du Angst hast in einem Bereich, wie zum Beispiel, du möchtest deine Wohnung nicht mehr verlassen. Oder du merkst, du hast schlimme blasphemische Gedanken, oder du merkst, du wirst geistlich einfach angegriffen, oder du ziehst dich zurück, oder du hast Angstzustände oder Social Anxiety oder sonst was. Das ist alles dämonische Angst und kommt von Dämonen. Ich habe selber in diesem Zustand gelebt. Depressionen, Suizidgedanken, Angstzuständen hatte ich auch damals, und Jesus hat mich davon befreit, und dann habe ich auf jeden Fall Gott sei Dank auch den Islam verlassen und die Wahrheit erkannt, als sich Gott mir durch Christus offenbart ist, durch den Heiligen Geist. Wo steht denn, dass ich nur einen Christen heiraten muss als Frau? Weißt du, wo das steht? Das steht
in der Versiegelung des Heiligen Geistes in dir, wenn du den Heiligen Geist hast und nach dem Willen des Geistes lebst als Christin, dass du nur einen Christen haben möchtest. Denn was ist überhaupt, guck mal, ich verstehe euch nicht. Nicht schlimm gemeint. Nicht schlimm gemeint. Ich sage, überhaupt nicht schlimm. Und ich möchte auch kein Honig ums Maul schmieren. Ich bin kein, nichts gegen Katholiken. Aber es gibt viele Priester, die irgendein Kuschel-Evangelium erzählen. Nichts gegen Katholiken jetzt. Ich bin kein katholischer Priester, der sagt, Ehe, Mann, Mann, Frau, Frau, okay. Ich bin nicht ein katholischer Priester, der sagt, ein Christ darf einen Ungläubigen haben. Weil Gottes Wort sagt etwas und ihr sagt, interpretiert durch eure eigenen Heuchelei und Gelüsten etwas. Da aber wir, die wir nach dem Wort Gottes leben und all wir zuständig sind für viele Menschen. Ich habe, guck mal, wie viele Follower? Ich habe fast 37.000 Follower. Ich habe eine Verantwortung. Wenn ich etwas lüge oder Falsches erzähle, werde ich Rechenschaft ablegen müssen und vor dem Richterstuhl Christi werde ich stehen und werde für das gerichtet werden, was ich falsch und ein falsches Evangelium erzählt habe. Kann ich aber nicht, weil die Gottesfurcht in mir das nicht zulässt. Guck mal. Was sagt die Bibel? Und dann sage ich euch etwas über Beziehungen und das alles. Und was überhaupt der Sinn einer Beziehung? Was ist überhaupt der Sinn einer Ehe? Warum heiraten überhaupt Christ und Christin? Warum heiratet Christin und Christ? Was ist der Sinn dahinter? Ist der Sinn dahinter, dass du deine eigenen fleischlichen Gelüste stillst für Geschlechtsverkehr? Oder steckt da überhaupt viel mehr drin? Natürlich ist Sex schön und Sex ist geheiligt vor Gott in der Ehe. Aber lesen wir mal. Wo war das jetzt? Bis ich das finde, auf jeden Fall, werde ich euch jetzt mal etwas erzählen über damals, was damals abgegangen ist. Zum Beispiel damals im Alten Testament hat ein gottesfürchtiger Mann, der eine gottesfürchtige Frau gesucht hat, ist der Mann oder der Älteste oder der Priester in dem Haus von dieser Frau hingegangen, hat zum Vater der Frau gesagt, mein Sohn oder mein Knecht oder unser Diener möchte deine Frau heiraten, möchte deine Frau als Gattin, als Ehefrau haben. Dann ist der Älteste oder der Vater oder der König zu dem anderen Vater gegangen und haben dann auf jeden Fall entschieden, darum sagt auch die Bibel, also wird ein Mann seine Eltern, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern eins nach der Vollendung der Ehe. Und die Vollendung der Ehe ist der Geschlechtsakt, nämlich Geschlechtsverkehr. Du liest in der Bibel keinen, der jetzt gegangen ist und auf jeden Fall gesagt hat, heirate jetzt auf jeden Fall irgendeinen Gottlosen. Außer es gibt eine Geschichte mit dieser Hure Ra, ich weiß nicht, wie die hieß. Aber das war eine andere Geschichte, das war abgesondert. Der Kontext war auch anders. Aber der Wille Gottes ist für dich, einen gottesfürchtigen Mann zu haben und eine gottesfürchtige Frau. So, wo ist das jetzt? So. Zieht nicht an einem fremden Joch mit den Ungläubigen, sagt uns das Wort Gottes hier. In 2. Korinther Kapitel 6, Abvers 14. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzeslosigkeit zu schaffen? Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Und wie stimmt Christus mit dem Teufel überein? Oder was hat der Gläubige mit den Ungläubigen gemeinsam? Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes, dein Körper, mit den Götzen? Zusammengefasst steht einfach hier, ihr seid Kinder des Lichts. Jesus sagt,
ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus nennt uns dann auch, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn wir als Kinder des Lichts aber Geschlechtsverkehr haben mit einem Kind der Finsternis und laut der Bibel sind Muslime Kinder des Ungehorsams, Kinder des Zornes, Kinder der Dunkelheit, weil sie der Wahrheit und den Vater einen Lügner nennen und nicht den Heiligen Geist in sich haben. Demnach hat ein Christ oder eine Christin nichts zu tun mit einem Muslim oder einem Muslima oder einem Hinduisten oder einem Buddhisten oder einem Simpson, der gelb ist, um Gottes Willen oder sonst was. Ein wahrer Christ, der durch den Heiligen Geist wandelt, wird, wenn er dafür bestimmt ist, von Gott eine gottesfürchtige Frau bekommen. So wie auch eine Frau, die durch den Heiligen Geist wandelt, einen gottesfürchtigen Mann erhält. Was ist der Sinn der Ehe? Der Sinn ist nicht, dass ihr euch, weiß ich nicht, vergnügt und die ganze Zeit herumvögelt. Geschlechtsverkehr, Sex ist geheiligt in der Ehe. Sex ist schön, Sex ist nichts Böses, wenn es mit einer einzigen Person gemacht ist, die für dich in Zukunft dann an deiner Seite bleibt. Aber der Sinn der Ehe ist nicht nur einfach jetzt für dein Vergnügen, sondern dass du mit deiner Frau oder mit deinem Mann wächst in Christus und Gott dienst. Gott zu dienen, wie Abraham und Sarah. Abraham und Sarah, bestes Beispiel, war ein Team. Maria und Josef, ein Team. Wenn du aber einen Muslimen hast, der nicht den Heiligen Geist hat. Erstens, du hast Geschlechtsverkehr mit jemandem, der den Geist des Antichristen hat. Zweitens, baut dein Mann, meine liebe Christin, dich nicht im Glauben auf. Du brauchst einen Mann Gottes, der dich niemals verlässt, der den Heiligen Geist in sich hat, der die Prioritäten des Glaubens in sich hat, der die Gebote Gottes in sich hat, der Gottesfurcht hat, ein Mann, der dich liebt, ein Mann, der den Heiligen Geist in sich hat, der wird dich aufbauen im Glauben, der wird dich stärken im Glauben, wie in guten als auch in schlechten Zeiten, bis der Tod euch scheidet. Ein Ungläubiger, einer, der nicht an Christus glaubt, der stärkt euch nicht in eurem christlichen Glauben, du wirst eine 0815 Christin sein und auf dich alleine gestellt sein. Jetzt gibt es Menschen, die in einer Ehe sind von einem ungläubigen Partner auf jeden Fall. Da sagt die Bibel, wenn der Ungläubige sich trennen möchte, soll er sich trennen. Aber es ist Gottes Wille für dich, einen gottesfürchtigen Mann oder eine gottesfürchtige Frau zu haben. So. Und alles darüber hinaus, aber sagt die Bibel wirklich, ich soll einen Gläubigen Mann haben und sagt die Bibel das und das. Du willst nur Ausreden hören, du willst nur nach der Heuchelei von Menschen hören, die in einem eigenen Gewissen Heuchelei sagen und von sich interpretieren, damit du einen Grund hast, weiterhin mit einem Muslim oder mit einem Atheisten weiterhin zu leben. Aber der Heilige Geist Gottes, einer, der wirklich versiegelt ist im Heiligen Geist, einer, der wirklich versucht, ein Diener des Herrn zu sein oder eine Dienerin des Herrn zu sein und ein Sohn oder Tochter Gottes, der wird nicht mal wollen, mit einem Muslim zu heiraten oder mit einem Muslima. Der wird selber sagen, ey, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin, weißt du, ich könnte niemals in eine Beziehung gehen mit einem Menschen, der Gott nicht kennt. Könnte ich nicht. Habe ich das gehabt in der Vergangenheit? Absolut. Ich bin 24, ich habe viel Erfahrung gemacht. Gab mal ein Video von jemandem, der gesagt hat, this is Richard, sagen wir Beispiel, 24 oder 25, he tried to convince the girl he loves to be a child of God, also hat auf jeden Fall versucht, diese Frau zum Glauben zu bringen. Was ist passiert? Er ist nicht mehr in die Gemeinde gegangen, er hat sich getrennt, er hat die Beziehung zum Herrn vernachlässigt und das und das und das und jenes. Weil Gott sagt durch sein Wort auch auf jeden Fall, woher weißt du, Mensch, dass du deine Partnerin oder deinen Partner retten kannst? Hinaus ist deine eigene Fleischeslust und deine eigenen Gelüste und nicht Gottes Geist.
Letztes Mal hast du gesagt, dass du in diesem Stream erzählst von der Offenbarung. Habe ich doch schon das letzte Mal. Aber ich werde die ganze Offenbarung wiederlesen in Zukunft. Also bleib wachsam. Ich werde auf jeden Fall die ganze Offenbarung vorlesen und auslegen versuchen. So der Herr möchte. Hey Bruder, was meinst, ist das Endzeit? Ja. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Ich war beim GTA-Friseur und ich habe sie verlängert. Natürlich sind die geschnitten und gefärbt. Ich meine es nur gut, ne? Warum aber? Warum nicht? Warst du Muslim? Ja. 18 Jahre sunnitischer Muslim, bis sich Gott mir durch den Heiligen Geist in Christus Jesus offenbart hat und ich erkannt habe, dass Jesus der wahre Herr und der Heiland und der Erlöser der Welt ist. Hörst du Jesus? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Hast du schon mal Jesus gesehen in echt? Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, er hat uns den Vater gezeigt. Du lügst, Leute. Ja, genau. Der Geist des Antichristen, ne? Sag mir einen Grund, warum ich lügen sollte. Was ist, wenn man erst in der Ehe zu Jesus gefunden hat und der Mann nicht glaubt? Sagt uns auch die Bibel. Für euch Ausreden gesucht, dass ihr jetzt eine Ungläubige sucht, meine Lieben. Hört auf, euch Ausreden zu suchen. Hier sind verheiratete Paare gemeint. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, die scheide sich nicht von ihm. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären sie ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden lassen möchte, lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden, denn zum Frieden hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst oder wie? Woher weißt du, dass du die Frauen retten wirst? Also im Großen und Ganzen ist hier gemeint einfach auf jeden Fall, wenn einer schon verheiratet ist und der ungläubige Mann oder die ungläubige Frau stört es nicht, dann soll sie sich nicht scheiden oder er sich nicht scheiden. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden möchte, dann soll sie sich scheiden. Dann ist es auch kein Ehebruch, dass der Ungläubige sich trennen möchte. Dann soll er gehen, dann ist es kein Ehebruch. Das gilt aber nur für verheiratete Paare. Aber der Wille Gottes ist dennoch, dass du als Single einen Mann Gottes oder eine Frau Gottes hast. Alan, ich habe eine Frage zur Bibel, wo Widerspruch drin steht. Ich verstehe nicht ganz. Es gibt keinen Widerspruch in der Bibel. Du hast es einfach falsch ausgelegt oder du verstehst den Kontext nicht oder dir wurde das eingetrichtert von jemandem. Aber es gibt keinen Widerspruch. Falls du einen Widerspruch hast, dann schick ihn mir auf Instagram.
Kannst du mal mit diesem Joker live gehen, der lästert über Christen so schlimm und lügt so sehr? Ja, ich kenne diesen Joker, Moka, Loka. Aber ich habe auf jeden Fall, ich gucke mir Personen im Hintergrund an. Ich kenne viele auf TikTok, viele kennen mich. Ich gucke mir das immer im Hintergrund an. Aber ich sehe in seinem Geist auch auf jeden Fall zurzeit keine Hoffnung. Darum macht es keinen Sinn, mit Joker zu reden, weil er zu stolz und hochmütig ist. Möge der Herr ihn aber die Erkenntnis der Wahrheit geben lassen und alle anderen, die hochmütig sind. Macht keinen Sinn, mit solche zu sprechen. Was denkst du, wie lange dauert noch, bis Gott zurückkommt? Woher soll ich das wissen, wann Gott zurückkommt? Ich bin kein Gott. Ich bin sein Kind. Ich bin ein Mensch, gebunden an diesen Körper. Woher soll ich wissen, wann mein Herr kommt? Der Herr gab uns Anzeichen. Der macht das nur für Likes, dieser Joker. Ja. Welche Anzeichen? Matthäus 24, Lukas 21, Ezekiel 38, Buch Daniel Kapitel 6, Buch Daniel Kapitel 7, Offenbarung und so weiter. Joker ist, glaube ich, auch ein transgender biologische Frau. Ob der einen Schniedelwutz hat oder keinen, das interessiert mich nicht. Möge der Herr ihn retten oder sie. Kann ich dich umarmen? Ja. Ich bin ein Umarmer. Ich mag Umarmungen. Wir sind Christen. Erklär mal, wieso Mohammed vom Teufel ist. Ganz einfach. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher bezeugt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist? Wer das nicht bezeugt, das ist der Lügner und der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Hat er den Sohn Gottes geleugnet? Ja. Was ist er laut der Bibel? Ein Lügner. Was ist er noch? Der Antichrist. Was ist der Lügner in Johannes 8,44? Das ist der Lügner, der Vater der Lügen. Und jemand, der den Vater der Lügen als Vater hat, der bringt nur Lügen aus seinem Mund. Und das ist der Lügner, der den Vater und den Sohn leugnet. Wie kannst du einen Menschen als Teufel bezeichnen? Die Bibel auf jeden Fall sagt uns, wer aus Gottes Geist ist, der bekennt den Sohn Gottes. Wer nicht aus Gottes Geist ist, der verleugnet den Sohn Gottes. Ich bezeichne hier niemanden als Teufel. Das macht mein Herr und mein Gott. Und mein Herr und mein Gott sagt in Johannes 8,44, ihr habt den Teufel zum Vater, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Sowas wird in den heutigen Gemeinden und Kirchen nicht gepredigt. Christ is Lord. You know the deal. Alan, komm, wir gehen mal im Restaurant was essen, ich zahle alles. Ja, du bist Schweizer, du hast ja Geld genug. Natürlich kannst du für mich im Restaurant zahlen. Nein, Spaß. Es geht nicht ums Geld. Swiss Cash. Ich weiß, ihr Albaner habt viel Besitz, ihr habt viel Geld. Albaner, ich kenne euch Albaner. Egal in was für eine Wohnung ihr wohnt, ich kenne euch. Möge der euch noch mehr segnen. Kannst du noch mal erklären, wieso Jesus im Fleisch nicht den Zeitpunkt des jüngsten Gerichts wusste? Was soll ich dir da erklären? Jesus sagt nach seiner Auferstehung, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Hat Jesus gesagt, mir ist dem Tag der Stunde nicht bekannt vor seiner
Auferstehung und Kreuzigung oder nach? Natürlich davor. Und vorher war er natürlich noch in seiner menschlichen Fassung. Nach seiner Auferstehung sehen wir auf jeden Fall die göttliche. Das Wort Gottes ist Fleisch geworden. Wenn der Sohn Gottes sagt, nur der Vater kennt die Stunde, ist es dann ein Privileg zu sagen, dass der Sohn nicht Gott ist? Keinesfalls. Wenn der Vater den Sohn Gott nennt, haben wir als Menschen den Mund zuzumachen und sagen, okay Vater, wenn du Vater deinen Sohn Gott nennst und dass er dein Wesen ist und deine Essenz ist, dann nehme ich es an. Wenn der Sohn die Stunde nicht kennt, bedeutet das, dass der Sohn nicht Gott ist? Nein! Hat es der Sohn Gottes in seiner menschlichen Fassung gesagt, vor seiner Auferstehung und Kreuzigung? Ja. Ob der Sohn Gottes die Stunde nicht kennt, nachdem, woher soll ich das wissen? Dass wir lesen in Apostelgeschichte 2, dass den Menschen die Stunde und den Tag nicht gegeben worden ist. Matthäus 27, 4 und Apostelgeschichte 1, Vers 18. Das verstehe ich nicht. Dann auf jeden Fall schreibt mir das auf Instagram. Jesus wollte doch gar nicht sterben, was ich daran liebe. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt und was er am Kreuz vollbringt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Jesus sagt, lass den Kelch über mich ergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Heißt es, dass Jesus nicht wollte? Doch! Aber er wusste, was auf ihn kommt. Er wusste, er hat Blut geschwitzt, hat Angst gehabt, natürlich, in seinem menschlichen Körper, 100%. Aber er sagt auch zu seinen Jüngern in jedem Evangelium 3 oder 4 Mal, der Sohn des Menschen wird in die Hand der Sünder und der Pharisäer und der Schriftgelehrten gehen und sie werden den Sohn des Menschen kreuzigen und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Oder er sagt selbst, bricht diesen Tempel ab, seinen Körper, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Er hat von seinem Körper gesprochen. Jesus wollte und musste für den Plan Gottes für uns Mensch werden und sterben. Natürlich müssen tut er gar nichts, aber er sagt selbst, mir ist gegeben, die Macht, mein Leben zu geben und die Macht, mein Leben wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater bekommen. Der Auftrag vom Vater ist, mein Sohn, du wirst Mensch werden, du wirst ein perfektes, heiliges Leben leben und du wirst für die Sünden unserer Menschen und unserer Kinder sterben und ich werde dich am dritten Tag wieder auferstehen lassen. Ja. Ach, Shaitan, ach. Kommt in mein Live und sagt, ach, Shaitan, ach. Was bringt dir das? Ach, Shaitan, ach. Was, ach, Shaitan? Wenn sie wüssten, dass das ihr Gott ist, genau den, den sie als den nennen. Wenn sie wissen, dass das ihr Gott ist. Bist du konvertiert? Ja. Wie hatte sich dir offenbart? Wie konntest du es fühlen? Komm morgen in mein Live, so Gott will, und ich ein Story mache und dann erzähle ich dir. Kommende Menschen in den Himmel, die den Heiligen Geist haben. Ja. Allen, wie geht's? Dank dem Herrn geht's mir gut. So traurig wirklich, dass viele nicht umkehren wollen zu Jesus Christus. Groß und weit. Sektierer und so weiter. Der schmale, kleine Weg ist der wahre Jesus und der Heiland der Welt. Hallo Gottes Segen. Hi Gottes Segen dir.
Schön, wieder hier zu sein. Schön, dass du auf jeden Fall das gut findest, was ich mache. Wenn ein Mensch neu geboren ist, ist es ja ein komplett neuer Mensch und nicht mehr der alte, oder? Ja, dennoch kann auf jeden Fall der neue Mensch sich wieder in alten Gewohnheiten finden, wenn er nicht im Heiligen Geist wandelt und der Feind ihn versucht in gewissen Sachen. So. Ein Christ, der wiedergeboren ist, der wird auf jeden Fall nicht 100% nicht sündigen, sondern es gibt einen Unterschied, Fehler zu machen und sündigen und einen Unterschied zwischen dem und in Sünde zu leben. So. Ein ganz großer Unterschied. Du wirst auch nach deiner Bekehrung Fehler machen und Sünden machen, aber auch auf jeden Fall wirst du in deinem Natur und in deinem Wesen erkennen, ey, in mir ist etwas neu, ey, ich liebe die Gerechtigkeit, wie der Vater zum Sohn sagt. Der Vater spricht über den Sohn, du hast die Gerechtigkeit geliebt und die Gesetzeslosigkeit gehasst. Ja, wenn du den Geist Gottes hast, dann wirst du auch die Gerechtigkeit lieben und die Gesetzeslosigkeit, die Sünde hassen. Ganz normal, das ist das Wesen Gottes in dir durch den Heiligen Geist. Betet für alle, die verloren sind. Gott wird ihnen helfen. Glaubt daran. Amen. Ja, betet. Liebt eure Feinde und betet für diejenigen, die euch verfolgen und diejenigen, die halt die Wahrheit nicht kennen. So, das ist der Wille Gottes. Allen, ich habe dir jetzt auf Insta geschrieben mit den Versen, was ich nicht verstehe. Okay. Amen. Du bist der Beste. Gottes Segen. Wie erkläre ich Markus 13,32 am besten? Ich habe es vorher schon auf jeden Fall gesagt, dass wenn der Sohn die Stunde nicht kennt, das nicht bedeutet, dass der Sohn nicht Gott ist, wenn der Vater selbst Zeugnis gibt, dass der Sohn Gott ist, in Hebräer 1,8 oder Psalm 45,7-9. So. Wenn der Sohn die Stunde nicht kennt auf jeden Fall und dem Vater die Stunde einfach gegeben worden ist, dann ist es dem Vater gegeben. Aber wir sehen auch, dass der Sohn in Markus 13,32 und anderen Versen, Matthäus und Lukas, vor seiner Kreuzigung und Auferstehung spricht. Weißt du, was ich meine? Dass er die Stunde nicht kennt. Ob der Herr Jesus die Stunde jetzt kennt, weiß ich nicht. Ich bin davon überzeugt. Hat das nicht gekannt in seiner Menschwerdung und vor seiner Kreuzigung und Auferstehung? Absolut. Du redest so schön, mach weiter so. Dankeschön. Gott segne dich. Ist Kindertaufe falsch? Auf jeden Fall, wenn wir in die Mehrheitsverse der Bibel gehen, dann ist der Sinn auf jeden Fall, dass man zuerst 100% glaubt und dann sich taufen lässt. Aber dann sieht man auf jeden Fall durch die Kirchengeschichte und Tradition und die Kirchenväter und so weiter, die Heiligen damals, was sie überhaupt gesagt haben über das Thema, wie zum Beispiel ein Heiliger gesagt hat, ich glaube, der gesagt hat, ich bin über 60 bis 70 Jahre Christ. Der hätte eigentlich sagen müssen, ich bin erst seit 50 und 40 Jahre Christ, seitdem ich mich taufen lassen habe. Der hat 60, 70 Jahre gesagt und andere Sachen, die sagen und stehen für Kindertaufe und alles. Darum hat das die katholische Kirche und die Orthodoxe halt übernommen. Aber das ist ein Thema, da sollst du mal mit einem Priester sprechen, der mehr Ahnung hat als ich und halt die Aussagen von den Heiligen kennt, von den ersten Jahrhunderten und so weiter. Ich bin seit Geburt im Glaube Gottes, Jesus Christus. Amen. Könntest du heute oder wann du Zeit findest, mir auf Insta antworten? So Gott möchte. Ich habe viele Nachrichten bekommen auf Insta. Ich muss wieder mal gucken und antworten. Hast so eine schöne Ausstrahlung. Man merkt, dass Gott durch dich redet. Wow. Danke für das Kompliment. Gott segne dich. Wer unter den Christen nicht die Orthodoxe zuerst? War unter den Christen nicht die Orthodoxe zuerst? Ja, die apostolische, katholische, orthodoxe Kirche, Apostelgeschichte 2 zu Pentekost und so weiter. Ja, die Urkirche ist apostolisch, katholisch, orthodox. Das mit der Reformation und so weiter, das kam im 16. Jahrhundert. Hab gehört, dass das Wort Wissen etwas anderes bedeutet damals. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, was du meinst. Du musst mir schon das griechische Wort dazu geben, was du meinst. Oder das aramäische. Oder ich weiß nicht, was du meinst. Mein Freund hat dich auf TikTok gefunden und du hast ihn so motiviert zu konvertieren. Ey, let's go. Das freut mich sehr. Gott segne ihn und möge ihn stärken auf jeden Fall. Grüß ihn von mir und ja, der Herr segne euch. Freut mich sehr.
Bruder, wieso ignorierst du meine Fragen? Ja, mache ich nicht absichtlich. Ich glaube, ich habe zu Gott gebetet, ihn meinen Sohn bekommen, und ich habe ihn bekommen und wieder verloren. Ich habe zu Gott gebetet, du hast einen Sohn bekommen und ich habe ihn bekommen und wieder verloren. Was meinst du? Dass er in der Geburt gestorben ist oder als Kind verloren gegangen ist? In der Hinsicht jetzt nicht, dass er jetzt verloren geht im geistlichen Zustand, sondern von dir gegangen ist. Der Wille Gottes ist auf jeden Fall, dass wir leben sollen. So, warum Kinder sterben oder warum Säuglinge sterben nach Geburt oder sonst was oder Autounfall oder Krankheiten, ist natürlich die erste Sache, nämlich die Erbsünde. Durch die Erbsünde stirbt der natürliche Mensch und so weiter. Und wir sehen aber auch auf jeden Fall, dass ich kenne viele Visionen, Nahtoderfahrungen von Menschen, besonders von Elternteilen und Menschen, die halt auf jeden Fall ihren Körper verlassen haben und eine Vision gehabt haben vom Reich Gottes. Und die sagen auf jeden Fall, alle Kinder und Babys, die abgetrieben werden, oder Babys und Kinder, die sterben durch Geburt oder Unfälle oder sonst was, die werden alle im Reich Gottes aufgezogen werden, und die Engel Gottes dienen die Kinder und ziehen die Kinder auf im Himmel. Und wenn dein Kind gestorben ist, dann tut es mir leid vom Herzen, aber auf jeden Fall wirst du dein Kind wiedersehen, wenn du an den Sohn Gottes glaubst. Dein Kind wartet auf dich im Himmel. Mein lieber Andreas, dein Kind wartet auf dich im Himmel. Nach der Geburt, Bruder, wird Gott mir ihn wiedergeben. Gott hat mein Gebet erhört. Jedes Kind und jedes Baby oder jedes Säugling wird im Reich Gottes aufgezogen werden. Es wächst im Reich Gottes auf. Warum sagst du zu Muslimen Shisha-Muslime, wenn ich fragen darf? Weil die Muslime in Österreich, Deutschland, Schweiz und besonders im Westen einfach den wahren Islam nicht kennen und einfach hier einen geheuchelten, friedvollen Islam ausleben, obwohl es keinen gibt. Wenn man wirklich nach der Sunna lebt und nach dem Leben Mohammeds und die Erkenntnis hat, dass auf jeden Fall das nicht so ist, wie es ist. So. Hat einen Traum von Jesus, genau an Ostern habe heftig angefangen zu weinen. Glaube seitdem 1000%. Ja, stark. Gott sagt auf jeden Fall durch sein Wort, dass in der letzten Zeit wird Gott durch seine Kinder Visionen und Träume geben. Ich bin in der Richtung, in Christentum zu konvertieren. Meine Frage ist, ist Jesus Gott oder Sohn? Der Sohn Gottes ist ein Wesen mit Gott, dem Vater. Der Sohn Gottes ist eine Natur und eine Essenz mit Gott, dem Vater. Wenn wir sagen Sohn Gottes, meinen wir nicht, dass wir einen zweiten Sohn haben oder dass der Sohn aus dem Vater, wie die Menschen denken und Muslime viele, einfach menschlich gezeugt worden ist. Die Zeugung ist auf jeden Fall das, was unser Verstand nicht verstehen kann. Wir wissen, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Gott ist Geist. Wir lesen auf jeden Fall, dass Jesus keinen Anfang und kein Ende hat. In Micha 5, Vers 1, kannst du lesen, in Micha 5, 1, im Propheten Micha 5, Vers 1 steht, dass Jesus keinen Anfang und kein Ende hat. Der Messias hat keinen Anfang und kein Ende. Der Messias ist Gott, Psalm 45, 7 bis 9, Jesaja 9, Vers 5 und so weiter. Wenn wir vom Sohn Gottes sprechen, sprechen wir von der Essenz und der Kraft und der Weisheit Gottes. Ja, und die Weisheit Gottes ist ewiglich und das Wort Gottes hat keinen Anfang und kein Ende. Der Sohn, die Quelle, der Vater, die Quelle, der Sohn, der aus dem Vater ist, der Sohn, die ganze Fülle der Gottheit in sich hat, durch den Heiligen Geist, der vom Vater hervorgeht, so haben wir den drei einen Gott. Ja. Und ja. Also ich habe die Hoffnung, dass Gott mir wieder mein Kind zurückgibt bei der nächsten Schwangerschaft. Hoffentlich. Gott zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden. Ja, genau das auf jeden Fall ist laut der Bibel Blasphemie. Das ist auf jeden Fall dein Ticket laut der Bibel
für das Totenreich. Qulu wallahu ahad. Das ist genau die Lüge, die euch erzählt wird, nämlich die Sura Al-Ikhlas, was laut dem Bild der Tora und der Bibel überhaupt keinen Sinn macht. Gott ist nicht Ahad, Gott ist Echad. Und im Psalm 2 steht, ich möchte den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Denn die Tora sagt, mein Sohn ist aus mir gezeugt. Wer bist du, dass du sagst, mein Allah ist nicht Allah, ist nicht Jahwe. Und es gibt nur einen Gott und Jahwe ist Gott. Und Jahwe hat drei Komponenten, Bestandteile, Hypostasen, nämlich Vater, Sohn und Geist. So. Al-Ikhlas ist keine Lüge. Al-Ikhlas und der ganze Islam ist eine Lüge, wenn du die Bibel kennen würdest. Wer kann Gott nicht absolut sein? Mit dem, was du auf jeden Fall sagst, dass Ahad, mit Ahad meine ich der Ein. Gott ist nicht eine Person, das meine ich. Gott ist nicht Ahad, eine Person. Gott ist absolut, 100%. Gott, auf mit deinen heuchlerischen Spielen. Ich war selber 18 Jahre sunnitischer Muslim. Ich kenne den Koran. Ich kenne Qulhu wallahu ahad. Ich kenne die ganzen anderen Verse. Ich kann dir sagen, auf jeden Fall, von ganz anderen und vom Geist Gottes heraus, das macht überhaupt keinen Sinn. Gott ist Echad. Gott ist eine Einheit. Gott ist nicht Ahad. Gott ist Echad. Lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild uns ähnlich. Echad Elohim, Mehrzahl. Und nicht lass mich Menschen machen nach meinem Bild mir ähnlich, Ahad. Sondern lass uns Menschen machen, Echad. Was sagst du zu Juden? Jesus hat diejenigen, die nicht an ihn geglaubt haben, auf jeden Fall gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben, hat er zu den Juden gesagt. Und dann haben die Juden gesagt, später in Vers 42 und 43 in Johannes 8 so, ja, aber wir haben Abraham zum Vater. Und dann sagt Jesus, ja, wenn ihr Abraham zum Vater hättet, dann würdet ihr mir glauben. Dann sagen sie, ja, aber wir haben Gott zum Vater. Dann hat Jesus gesagt, wenn ihr Gott zum Vater hättet, dann würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott, dem Vater, ausgegangen und gekommen. Und dann sagt Jesus, ihr habt weder Abraham zum Vater, nee, ihr habt weder Gott zum Vater, sondern ihr habt den Teufel zum Vater, weil ihr nicht an den glaubt, den Gott der Vater geheiligt hat und in die Welt gesandt hat. Dass sie den Teufel zum Vater haben, wenn sie nicht glauben, dass er Gottes Sohn ist. Und das würde Jesus zu den Muslimen auch sagen. Erstens, ihr seid nicht von meinen Schafen und zweitens, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann habt ihr den Teufel zum Vater. Du bist sehr intelligent, studierst du? Nee, ich studiere nicht. Meine Weisheit und meine Intelligenz kommt vom Geist Gottes. Wie die Aposteln weder Jura studiert haben, noch Theologie studiert haben, haben die Aposteln die Weisheit und die Intelligenz vom Geist Gottes bekommen. Und das ist auf jeden Fall auch meine Grundlage, nämlich der Geist Gottes. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Die Person der Wahrheit ist die Weisheit Gottes. Die Person der Wahrheit und die Weisheit Gottes in Sprüche 8 im Alten Testament ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Wenn die Weisheit Gottes und die Wahrheit Gottes in Person der Sohn Gottes ist, dann macht es auch Sinn, als Jesus im Neuen Testament gesagt hat, ich bin der Weg, und ich bin die Person, die Wahrheit, und ich bin das Leben. Macht Sinn. Und dann auf jeden Fall sagt Jesus zum Beispiel in Johannes 18, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. So. Und dann sagt Pilatus, sagt dann zu ihm, was ist Wahrheit? Nachdem Jesus gesagt hat, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, sagt Pilatus, was ist Wahrheit? Krass, oder? Der will nur deutsche Pass. Der will nur deutsche Pass. Ich habe keinen deutschen Pass nötig, noch alle. Ich habe meinen Pass. Ich habe durch die Kraft des Heiligen Geistes zu Gott gefunden und Jesus hat mich auserwählt für das ewige Leben. Alan, du meintest, es gab Menschen, die im Krankenhaus Jesus begegnet haben. Stimmt das? Ja, Nahtoderfahrungen, Visionen.
Ich verstehe die Bibel nicht, wenn ich sie lese. Dann bitte um Weisheit und Erkenntnis durch den Geist Gottes, der dich leitet, die Bibel zu verstehen. Was sind die Früchte Gottes? Galater 5. Freude, Liebe, Sanftmut, Selbstbeherrschung, solche Dinge. Mich magst du nicht. Ich liebe jeden Menschen. Bruder, ist das Beharren des Glaubens ein Werk? Ist somit nicht Glaube mit Werke? Glaube ist mit Werke verbunden. Zeig mir deine Werke und ich zeig dir meinen Glauben. Zeig mir deinen Glauben und ich zeig dir meine Werke. Glaube und Werke sind verbunden und eins. Der Glaube hat dich gerechtfertigt und gesäubert vor Gott durch die Gnade Gottes. Und durch den Glauben und den lebendigen Glauben werden die Werke und die Früchte offenbar. Gehen Menschen, die Selbstmord begehen, auch Himmel, wenn sie neugeboren sind? Ein wahrer Wiedergeborener würde sich das Leben nicht nehmen, wenn er das tut, in einem Zustand, wo er auf jeden Fall nicht aus dem Glauben reagiert hat, liegt seine Seele ganz klar auf Gottes Hand und Gott wird entscheiden. Hol mich sofort hoch. Wer bist du, dass du mich aufforderst, hol mich sofort hoch zu schreiben? Genau mit dieser Art wirst du niemals hochkommen. Warum weine ich oft, wenn ich bete? Die Frucht des Heiligen Geistes. Bruder, lerne so viel durch dich. Danke, andere. Nur streit, man merkt, du bist wiedergeboren. Gott segne dich, mein Lieber. Anonym 605. Welcher Religion gehörst du an? Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Du bist gesegnet von Gott, Alan. Christ, mein Lieber, Gott segne dich. Heiße Athanasios. Athanasios. Ey, ihr Griechen, ihr habt so starke Namen, ne? Perseus, Athanasios oder weiß Gott was für Namen. Ihr habt schon krasse Namen. Hast du Angst? Ja, ich habe Angst. Ich fürchte mich, siehst du nicht? Ich fürchte mich, ich habe Angst. Oleg Pestanar. Ja, meine liebe Dunja, mit so einer Einstellung wirst du niemals in mein Life kommen. Gott spricht aus dir und Gott segne dich. Du musst keine Angst haben. Nein, doch, ich fürchte mich total. Siehst du nicht, wie ich zitter? Ich habe totale Angst. Hast du die deutschen Papiere bekommen? Solche Fragen sind in einem christlichen Life sowas von irrelevant. Ist Gott vollkommen? Ja. Schau an, welche Bibelübersetzung hast du? Luther 21 und Schlachter 2000. Weißt du, ich kann dir auch sagen, Gott ist vollkommen, wenn du wahrhaftig bist. Und das so eine hochmütige Art von euch, meine lieben Muslime. Ne? Ich meine es nur gut mit euch. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe Gottes geoffenbart worden, dass nämlich der Vater den Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und wir haben gesehen und bezeugen, sagen die Aposteln, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ganz einfach. Ihr nennt den Vater einen Lügner, weil der Vater über den Sohn Zeugnis gegeben hat. Wer das Zeugnis des Vaters nicht annimmt,
der verurteilt sich. Ey, ich stumm, die Seite, die macht mir hier nur Kopfschmerzen. Ich sag's euch. Bei manchen kriege ich Kopfschmerzen. Gott segne auch dich und euch. Hoffnung für alle, das heißt, ich soll mir eine neue andere besorgen. Ich empfehle die Hoffnung für alle nicht. Jetzt ist Endzeit, wir haben keine Zeit mehr und Satan weiß das genau, absolut. Satan ist nicht dumm. Außerhalb von der Lehre des Christus ist die Lehre des Satans. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis vom Vater nicht in sich und er redet aus dem Teufel, denn der Teufel ist ein Lügner von Anfang an und der Lügner und der Antichrist ist derjenige, der den Sohn Gottes verleugnet und nicht den Heiligen Geist in sich hat, sondern den Antichristusgeist. Und dementsprechend lasst euch nicht täuschen von Menschen, die nicht den Sohn Gottes bezeugen, denn die Bibel sagt uns ganz klar von zwei Unterschieden, von zwei Geistern, die in dieser Welt sind. Den Geist der Wahrheit, den Sohn Gottes bezeugt, und den Geist des Irrtums, der den Sohn Gottes verleugnet. Doch wie kann man auf den einen Gott vertrauen, wenn er nicht vollkommen ist? Dein Allah ist nicht vollkommen. Dein Allah spricht 60% im Koran gegen Christen und Juden, sucht Mordkommandos, sagt auf jeden Fall, dass ihr Christen und Juden abschlachten sollt, wie Mohammed tausende Menschen getötet hat. Allah, der keine Liebe zeigt. Allah, der sich seine Schöpfung nicht offenbart hat. Allah, der den Vater einen Lügner nennt, obwohl der Vater in der Bibel Zeugnis über seinen Sohn abgelegt hat. Allah, der laut euren Büchern zwei rechte Hände hat und ein Schienbein hat. Wo ist euer Gott vollkommen? Wo? Wo ist euer Gott vollkommen? Euer Gott zeichnet sich durch die Attribute des Satans aus, laut der Bibel. Ihr sucht in Sura Al-Falaq Zuflucht beim Herrn der Morgenröte. Der Herr der Morgenröte ist Luzifer in der Bibel. Wo ist euer Gott vollkommen? Wenn du mit harten Fakten kommst und wenn du eine Debatte möchtest mit mir über Islam und Christentum, ich sagte, du wirst sehen, wer überhaupt vollkommen ist. Und der biblische Gott ist vollkommen. Langsam, mein Freund, wir reden in Frieden, alles beruhigt. Ich bin beruhigt, ich spreche Fakten. Glaub mir, ich bin ganz, ganz gechillt. Der Teufel hat eine Religion gegründet, um das Werk am Kreuz zu verleugnen. Das ist offensichtlich. Der Herr Jesus nennt Petrus, der auf jeden Fall nicht wollte, dass er gekreuzigt wird. Satan, weiche von mir. Jesus sagt auf jeden Fall, jeder, der die Kreuzigung verleugnen möchte und sein Erlösungswerk verleugnen möchte. Und wenn ein Mensch oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigen möchte, der ist verflucht, der ist aus dem Teufel. Die Bibel warnt uns über den Islam. Die Bibel warnt uns über den falschen Propheten in Offenbarung 20,10, der in die Feuersee kommt. Der Milliarden von Seelen in die Feuersee gebracht hat, nämlich ein Evangelium, das außerhalb vom Sohn Gottes ist. Also, und die ganze Offenbarung, die uns zeigt, dass ein Kalifat gebildet wird und dass dieses Kalifat siegen wird und die bis Offenbarung 19, dass dieses islamische Kalifat dann in der Endzeit durch die vier Reiter der Apokalypse, nämlich grün, weiß, rot und schwarz, die Farben, die vier Reiter der Apokalypse, die vier Farben, die in allen Hamas und Palästina, Irak, Iran, Syrien, auf allen Nahen Osten die Farben sind, das sind die vier Reiter der Apokalypse. Mohammed und die anderen drei Reiter, die nach ihm gekommen sind, die Kalifen, das sind die vier Reiter der Apokalypse, das ist ganz klar alle vier Farben der heutigen islamischen Nationen. So. Und ein Drittel der geistliche Abfall und Tod sagt uns die Offenbarung. Und das ist ein Drittel der Menschheit damals, die den Islam angenommen hat, auf Zwang oder durch Jizya und dann abgefallen sind und das Mal des Tieres, nämlich die Shahada, angenommen haben, Allah zu bezeugen und Mohammed als letzten Gesandten, was laut der Bibel dich direkt in die Hölle befördert. Und dann der Antichristusgeist, das Tier, das kommen wird, auf jeden Fall. Und das Tier ist ein unsichtbares Wesen, ein geistliches Wesen, das damals im Babylonischen Reich geherrscht hat und dann in die äußerste Finsternis gekommen ist und es in den Kaaba-Stein wohnt und den Sohn Gottes verleugnet. Das Tier wurde ergriffen, nämlich der Antichristusgeist und mit ihm der falsche Prophet Mohammed, der die Zeichen und Wunder vor ihm getan hat, und sie wurden geworfen in die Feuersee und wurden gepeinigt Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also die Bibel sagt uns ganz klar, wir haben einen Antichrist,
Das ist der Antichrist, der Sohn des Verderbens, der Sohn des Teufels. Wir haben ein Tier auf jeden Fall, das den Sohn Gottes verleugnet und ein Geist ist und in jedem Menschen wohnt, der nicht wiedergeboren ist. Das ist auf jeden Fall der Geist des Antichristus, der den Sohn Gottes verleugnet in jedem nicht wiedergeborenen Menschen. Das ist das Tier und der Antichrist. Wir haben das Mahlzeichen des Tieres, das als ein geistliches Zeichen ist in einem Menschen, das er bezeugt, nämlich entweder die Lehre des Christus oder die Lehre des Teufels. Das ist das Mahlzeichen, die Schahada. Und das vierte ist auf jeden Fall der falsche Prophet. Wer in der Bibel wird als falscher Prophet identifiziert? Ein Mensch, der kommen wird mit einer Offenbarung von einem Engel, wie die Muslime sagen, der ein falsches Evangelium erzählt. Es gibt keine andere Person, die kommen wird oder gekommen ist, die Milliarden Menschen durch geistlichen Abfall, durch Schahada und falschen Evangelium in die Hölle befördert. Gibt's nicht. Darum, der falsche Prophet ist laut der Bibel Mohammed, das Mahlzeichen ist die Schahada, das Tier ist der Antichristusgeist und der Teufel, der sie verführt hatte. Und das ist die Offenbarung. Die Offenbarung ist gesetzt auf dieses islamische Kalifat, das kommen wird. Und das kommt alles in meinem zweiten Account, Islamaufklärung, Jesus ist Gott, das kommt bald. Werdet ihr die Videos sehen, mit der Grafik und alles, wie das erklärt wird, mit den vier Reitern der Endzeit. Mohammed und die drei anderen Kalifen, das weiße Pferd, die weiße Flagge im palästinensischen oder Irak, Iran, Syrien, da siehst du das fahle Pferd, das grüne, das weiße Pferd, das rote und das schwarze. Und das sind die vier Farben in jedem islamischen Land. Und diese vier Farben sind die vier Reiter der Apokalypse in der Offenbarung. Und du kannst selber jetzt nachgehen auf YouTube Revelation Now. Wenn du ein bisschen Ahnung von Englisch hast, die werden dir Augen geöffnet werden über die Offenbarung und andere Sachen. Geh auf YouTube, schreib Revelation Now und guck dir mal die Videos von dem Bruder an. Guck mal, Leute, ich sag euch ehrlich. Ne? Ich sag ein Statement nur. Und dann gehe ich auch gleich offline. Halb zwei dämonische Geister um diese Zeit, das ist nicht die Zeit für die Kinder Gottes. Jesus sagt, der Tag, ihr seid Kinder des Tages, ihr seid Kinder des Lichts, der Tag ist für euch, die Nacht ist nicht für euch. Besonders jetzt in der Nacht sehen wir den Geist des Antichristen. Einmal vor ungefähr 7-8 Monaten war ich mal live, da hatte ich extrem viele Zuschauer, aber es war mitten in der Nacht, 3 Uhr. Da war ich auch nicht so gefestigt, wie ich jetzt bin. Und das war noch in meiner alten Wohnung. Ne? Da war ich mal um so 2-3 Uhr live. Ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt evangelisieren. Habe ich evangelisiert und ein bisschen über Islam gesprochen. Weißt du, ich habe die Kommentare gelesen und ich habe gedacht, das sind Dämonen in Menschengestalt, die mir das schreiben. Diese ganzen Muslime. Jahannam wartet auf dich, ich sehe dich in Jahannam und du wirst brennen und du wirst das und das und das. Mir waren die Kommentare so dämonisch und so antichristlich, dass ich mein Live ausgemacht habe. Darum, die Nacht ist für die Kinder der Nacht. Und darum werde ich nur ein Statement geben und dann werde ich gleich offline gehen, weil ich habe keine Lust auf diese dämonischen Geister, ich habe keine Lust auf diesen antichristlichen Geist. Jesus ist Gott und das bezeugt der Geist Gottes. Jesus ist Gottes Sohn, das bezeugt der Geist Gottes. Jesus ist wahrhaftig gekreuzigt und wahrhaftig Christos Anesti am dritten Tag auferstanden und das bezeugt der Geist Gottes. Der Geist des Antichristus, das Tier der Offenbarung, das in jedem Muslim, in jedem Buddhisten, in jedem Hinduisten, in jedem Atheisten wohnt, genau diesen Tier, den ihr in der Kaaba verherrlicht, nämlich den Geist des Antichristus, der babylonische, dämonische Geist, der den Sohn Gottes verleugnet. Den verherrlicht ihr in diesen Kaaba-Stein. Und das ist Tatsache. Ein Ex-Muslim, der Ahnung hat, wie der Bruder Revelation, ich glaube, der ist sogar Amerikaner. Ich weiß nicht mal, ob er Ex-Muslim ist. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt zu Christian Prince gehst, ein Ex-Muslim, der die arabische Sprache beherrscht, der den Koran gelesen hat, verstanden hat, wie auch viele andere, wie zum Beispiel Nabil Qureshi. Wenn du Christian Prince, der jahrelang, der islamisch aufgezogen ist, der die islamische ganze fünf Säulen vom Islam alles kennt,
Al-Fatiha bis zur letzten Sure der 114. Der das alles kennt und der ein Buch darüber geschrieben hat, nämlich Allahs Täuschung. Wenn du ihn fragst, wer ist Allah für dich laut der Bibel und laut deinem Wissen, wird er dir sagen, bei ganzem Respekt und ganzer Liebe, er ist der Teufel. Warum? Warum? Erstens, auf jeden Fall, wer ist der Herr der Morgenröte? Der Herr der Morgenröte ist Luzifer laut dem Alten Testament. In Sura Al-Falaq sagt die Sura, ich suche Zuflucht beim Herrn der Morgenröte. Das ist Luzifer. Das bezeugt dir alle Muslime, die ihr die Sura Al-Falaq sagt. Ich suche Herrn Zuflucht beim Herrn der Morgenröte. Oder der Herr der Welten. Der Teufel sagt zum Herrn Jesus, wenn du dich beugst und mich anbetest, werde ich dir die Reiche der Welt geben, denn mir sind sie gegeben, denn ich bin der Herr der Welten. So nennt sich auch Allah. Abgesehen von Morgenröte und Herr der Welten, haben wir Sure 354, sie schmiedet einen Plan und Allah schmiedet einen Plan und Allah ist der beste Listenschmied. Der Kontext verstehen die meisten Muslime und die Christen nicht, nämlich der Kontext ist, sie schmiedeten einen Plan, dass sie Isa kreuzigen. Wir wissen, es ist Jesu al-Masih al-Rab, aber sie nennen ihn Isa. Der Kontext ist, dass sie ihn kreuzigen und Allah schmiedet einen Plan, dass sie ihn nicht kreuzigen und Allah ist der beste Listenschmied. Okay, Allah, der beste Listenschmied oder im Arabischen der Täuscher, möchte nicht, dass er Isa, Jesu al-Masih, kreuzigen. In Matthäus 16, 23 sagt Petrus, nein, Herr, ich möchte nicht, dass du gekreuzigt wirst. Dann sagt Jesus zu Petrus, weiche von mir, Satan. Weiche von mir, Satan. Merkst du nicht? Wenn Jesus nicht gekreuzigt ist, macht der ganze christliche Glauben keinen Sinn. Wenn Jesus nicht gekreuzigt und auferstanden ist, ist alles unnötig. Dann sind wir alle in unseren Sünden, dann gehen wir alle in die Hölle, dann gibt es kein Heil, dann gibt es keinen Frieden, dann gibt es keinen Sinn im Leben. Wenn Jesus nicht gekreuzigt und auferstanden ist. Wenn ein Gott, der sich Gott nennt und behauptet, sie haben ihn nicht gekreuzigt, müssen wir aber schauen, was sagt die Tora darüber. In der Tora siehst du über 340 bis 350 Prophezeiungen über den Messias und was er sagen wird und was er tun wird und dass sie ihn kreuzigen werden. Petrus sagt, seit der Erschaffung der Welt an ist Jesus als Sühnopfer vorherbestimmt. Gott der Vater hat Gott den Sohn, sein Wesen, sein Wort, seine Kraft, seine Weisheit vorherbestimmt, dass sein Wort Mensch wird, um für die Sünden der Menschen am Kreuz zu sterben. Das ist ein Plan, der im Plan Gottes schon seit Ewigkeiten schon besteht. Das bedeutet, wenn jemand sagt, und besonders einer der Milliarden Menschen laut der Bibel in die Feuersee schickt, dass sie ihn nicht gekreuzigt haben, musst du und bist verpflichtet als eine ewige Seele, als ein Mensch, das auf den Grund zu gehen. Denn historisch gesehen ist es bewiesen, dass Jesus gekreuzigt worden ist. In der Tora steht geschrieben, sie werden den Messias durchbohren, der Messias wird für die Sünden der Welt sterben. Das bedeutet, alle sind Lügner, Leute, die Propheten haben gelogen, Engel Gabriel hat ja anscheinend nach ihrer Meinung gelogen, selbst Gott, der Vater, hat laut ihrer Auffassung gelogen, selbst Jesus Christus hat laut ihrer Auffassung, also jeder hat gelogen und dann kommt 600 Jahre später ein Scharlatan, der sich Prophet nennt, der dann auf jeden Fall durch seine Früchte erkannt ist, als ein Scharlatan. Und dann kommt er in Beer Shabal, Höhle von Hira, der dreimal geschworen hat und gesagt hat, mir ist eine dämonische Sache passiert und nicht Engel Gabriel in den Hadithen. Und dann fundamentiert ihr euren Glauben auf diesen Schwachsinn. Das bedeutet, alle haben gelogen. Alle Propheten, die gesagt haben, Gott mit Mensch werden, die haben ja gelogen. Engel Gabriel, der zu Maria kommt und sagt, Gott, Gottes Sohn wird kommen und das Kind in dir wird vom Heiligen Geist gezeugt sein. Und das ist laut ihrer Auffassung und alle Muslime gelogen. Entweder die Bibel ist falsch oder der Koran ist falsch. Und ich lege meine Hand ins Feuer, ich lege meinen Körper ins Feuer, ich gehe für dich in die Hölle, ich gehe sogar für dich in die Hölle, wenn der Islam Wahrheit ist. Ich habe gekämpft, ich habe den Koran gelesen und dann die Bibel gelesen, was ist wahr, was ist falsch. Und ich lege dir meinen ganzen Körper ins Feuer, ich lege dir meine Hand ins Feuer, ich gehe für dich sogar in die Hölle, wenn der Islam Wahrheit ist und wenn der Koran Wahrheit ist. Da steckt keine Wahrheit darin. 0% Wahrheit.
So wahr ich hier stehe und ich bezeuge, es gibt keine Wahrheit in dieser Religion, der 600 Jahre nach Christus gekommen ist und alles verleugnet, was dir ewiges Leben gibt. Guck mal, wir sagen, Zeugen Jehovas sind irre geleitete Irrlehrer, die den Sohn Gottes zwar bezeugen, aber die Natur Gottes, dass das Wort Gottes Gott ist, verleugnen. Somit sind Zeugen Jehovas selbst, obwohl sie ja an den Sohn Gottes glauben und nach der ganzen Sache, irre geleitete Irrlehrer und nicht in der Wahrheit. Guck mal, wenn der Teufel wenigstens ein bisschen schlau war und den Sohn Gottes im Islam bezeugt hätte, dann hätten wir gesagt, okay, alles klar, wir haben dann andere Bestandteile, dass es für falsche hält. Aber wenn eine Religion kommt und Jesus gesagt hat, ich bin Gottes Sohn in Johannes 9, gesagt hat, ich bin Gott in Johannes 12,45, gesagt hat, ich bin Gott in Johannes 14,9, gesagt hat, ich bin Gott in Johannes 8,24, gesagt hat, ich bin Gott in Johannes 8,58 und in so vielen Versen gesagt hat, ich bin Gottes Sohn und kein einfacher Prophet, ich bin Gott, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen und so weiter. Ja, nee, würde der Teufel so ein bisschen schlau sein und ein bisschen Wahrheit im Koran liegen lassen und alles, dann würden wir sagen, okay, alles klar. Aber wenn eine Religion kommt und den Sohn Gottes verleugnet, die Kreuzigung verleugnet, die Auferstehung verleugnet, die Vergebung der Sünden, weil Jesus ja für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist, alles verleugnet. Und die Bibel sagt uns, das tut der Satan. Der Satan leugnet den Sohn Gottes. Der Satan leugnet die Kreuzigung. Der Satan leugnet das alles. Wisst ihr? Und ich sag euch, einer, der ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigt, Injil, Bibel, Tora, Neues Testament, Koran, jeder, der einen Wert legt auf seine Seele, jeder, der Wert darauf legt, auf Wahrheit, und wenn er die Wahrheit erkennt, sich von der Lüge ablöst und nicht wie Iman TV, dieser Antichrist kommt und sagt, selbst wenn im Koran steht, dass Jesus Gott ist, glaube ich nicht daran. Wie hochmütig, arrogant und stolz und schlimm musst du in deinem Geist sein und in deiner Seele, dass du so eine Aussage von dir gibst. Selbst wenn Jesus wirklich die absolute Wahrheit ist, glaube ich nicht daran. Wir wissen, dass er die absolute Wahrheit ist. Abgesehen von Bibel und alles, glaub mir Leute, seit als ich mich bekehrt habe, ich habe es gemerkt. Ich sag euch Leute, ich habe so eine Kraft vom Heiligen Geist ausgestrahlt in verschiedenen Situationen, dass die Menschen einfach den Weg von mir weg. Es gibt krasse Geschichten, wie zum Beispiel, wo ich gesagt habe zu diesen zwei Afrikanern, in the name of Jesus Christ, und als ich das gesagt habe, in the name of Jesus, wie sie von mir abgewichen und weggesprungen sind. Oder das einmal im Krankenhaus, als ich in der Kraft des Heiligen Geistes gegangen war und der Security-Typ einfach weggesprungen ist, Meter weg, durch die Präsenz des Heiligen Geistes und andere Geschichten. Einfach nicht nur das, der... Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich neu bekehrt war, wie ich den Geist des Antichristen in meinen, auch in meinen Familienmitgliedern dann mitbekommen habe, als mir die Augen geöffnet worden sind, als ich mich neu bekehrt habe, wie ich gemerkt habe, ey, Menschen ganz anders haben durch den Geist Gottes. Und als ich mich neu bekehrt war, das war ein Phänomen für mich, wie ich den Heiligen Geist erkannt habe und den antichristlichen Geist erkannt habe. Das tue ich bis heute noch. Wisst ihr, wer denkt, dass das für Likes gemacht wird, lächerlich. Wer denkt für Follower, lächerlich. Wer denkt für, wie viel habe ich, Tacheles, für 277 Diamanten. Das sind umgerechnet, glaube ich, nicht mal 1 Euro, was ich heute, vielleicht 1 Euro, ich weiß nicht. Glaubst du, dass das alles mache ich für 1 Euro oder für 2 Euro, 277 Diamanten? Denkst du, ich mache das für 50.000 Likes? Denkst du, ich mache das für irgendeine weltliche Sache? Ja, aber wenn man ein natürlicher Mensch und ein Muslim ist oder ein Atheist und die Bibel sagt uns, jeder Muslim und jeder, der nicht den Sohn Gottes bezeugt, kommt in die Hölle, dann muss man sich als Muslim Gedanken machen, laut der Bibel komme ich in die Hölle. Warum? Ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Was hat Jesus gesagt?
Ja, Jesus hat in Matthäus 16 gesagt, dass er nicht einfach nur ein Prophet ist, sondern dass er Gott im Fleisch ist, der Sohn Gottes. Oder in Markus 14, in Matthäus 16, in Johannes 9. Wenn die Bibel sagt, alle, die nicht den Sohn Gottes bezeugen, kommen in die Feuersee und ins Gericht und sie werden aus dem Buch des Lebens herausgestrichen werden, dann musst du doch als Muslim nicht hier hetzen oder beleidigen oder irgendwas machen, sondern weil du eine Seele bist und ein Geist bist, musst du dir Gedanken machen, der Islam herrscht erst seit dem 6. Jahrhundert. Davor war das Christentum da. Warum sollte ja anscheinend Allah, der das Injil herabgebracht haben, sagen, ich und Allah sind eins? Johannes 10,30. Wer mich gesehen hat, der hat Allah gesehen. Für die Muslime ja. Oder ich bin Allahs Sohn. Oder wer nicht glaubt, dass ich Allahs Sohn bin, der kommt in die Hölle. Und dann kommt der Koran und sagt, wer glaubt, dass ich einen Sohn habe, der kommt in die Hölle. Obwohl ja Jesus für die Muslime ja gesagt hat, wer nicht an Allahs Sohn glaubt, der kommt in die Hölle. Darum sage ich, wer seine Seele liebt, der wird nicht einfach hetzen und beleidigen, der wird in das Injil gehen und von Anfang an lesen. Dann liest er genau im Alten Testament 1. Mose, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Da merkst du schon, alles klar, Gott spricht in Mehrzahl. Gott ist nicht nur eine Person. Dann gehst du auf Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dann gehst du auf Psalm 45, der Vater nennt den Sohn Gott. Dann gehst du auf Psalm, 130, dass Gott für das Volk, quasi sein Volk von den Sünden abkehren wird. Dann gehst du auf Jesaja, der bezeugt hat, Gott wird Mensch werden. Und so weiter. Aber da viele von euch ja wahrhaftig kein Interesse an euer ewiges Leben hat. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, wie die Schrift besagt, aus seinem Körper und Leib werden Quelle lebendiges Wasser fließen. Ja, nee, das sind Worte, die kann man nicht einfach sagen. Oder wenn jemand sagt, ich und Gott sind eins. Oder wer mich sieht, sieht Gott. Und ich bin das Licht der Welt. Oder ich bin der Erste und der Letzte. Oder ich bin der König aller Könige. Oder ich bin in die Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder Mensch, der aus Wahrheit ist, hört meine Stimme. Oder der gesagt hat, ich bin der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Ja, da musst du dir als Muslim so viel in deine Liebe hinein investieren, dass du selber in die Bibel hineingehst und das alles dir mal anguckst. Du wirst ewig. Du bist geschaffen für die Ewigkeit. Du bist nach dem Bild Elohims, nach dem Bild Gottes geschaffen. Du bist ein ewiges spirituelles Geistwesen mit einer Hülle und das ist dein Fleisch. Du bist aber nicht Fleisch und Körper, du bist Geist und Seele. Du bist ein spirituelles Geistwesen. Du bist ewig, du bist eine ewige Schöpfung. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber nicht an mich glaubt, der wird das ewige Leben in der nächsten Welt niemals sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn für alle Ewigkeiten, weil er nicht an mich geglaubt hat. Und ihr glaubt weiterhin an einen pädophilen Kriegstreiber und Mörder und Massenmörder und laut der Bibel der falsche Prophet an Mohammed, der selber gesagt hat im Koran in Surah Mohammed, ich weiß nicht, was mit mir passiert nach dem Tod. Das ist eure Versicherung? Ich habe meine Versicherung. Meine Versicherung ist Johannes 11,25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Das ist meine Versicherung. Gott, der perfekt ist, Gott, der nicht lügen kann, spricht durch seinen Sohn, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Ursprung der Schöpfung Gottes in Offenbarung, sagt der Herr Jesus. Der Herr Jesus sagt über sich aus, ich bin der Ursprung der Schöpfung, der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Ich weiß nicht, wie
Ich hab's vergessen, wie der antichristliche Geist in einen Menschen arbeiten kann. Ich weiß noch damals, als ich noch nicht den Heiligen Geist hatte, wie der Feind arbeitet und gearbeitet hat in mir. Ich verstehe ein bisschen die Muslime. Ich verstehe, wie sie in diesem Gefängnis sind, im Islam. Wie sie Schirk bewirken, weil Allah, ja der größte Täuscher, nicht möchte, dass sie den Sohn Gottes erkennen und ihn auch ehren. Denn wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Ich verstehe das alles, wie die Muslime in diesem antichristlichen Geist, in diesem Gefängnis sind. Darum sagt auch Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der tretet vom Tod zum Leben hindurch. Du kannst aus dem Gefängnis vom Islam raus. Du kannst aus diesem Tod raus. Wer an mich glaubt, der wird vom Tod zum Leben hindurchdringen. Solange du aber nicht an den Sohn Gottes glaubst, vom Herzen und mit dem Mund bekennst, wirst du ein Kind des Teufels bleiben, sagt die Schrift. Du wirst ein Kind des Ungehorsams, ein Kind des Zornes bleiben. Jesus ist Gott. Alles ist durch das Wort entstanden. Jesus kam in seine Schöpfung. Der Schöpfer kam in seine Schöpfung. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geschaffen. Und der Schöpfer wurde Mensch. Das Wort, Gott selbst, wurde Fleisch, wurde Mensch. Und wohnte unter uns Menschen. Der Schöpfer hat Fleisch und Blut angenommen und hat sich seine Schöpfung offenbart. Das sagt uns Johannes. Das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Dir ist es überlassen. Darum sagt auch Jesus, wenn der Schöpfer in seine Schöpfung kommt, dann sagt auch der Schöpfer, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben, sagt der Schöpfer im Fleisch. Jeder Mensch, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, denn meine Schafe hören meine Stimme. Hörst du seine Stimme? Folgst du dem Sohn Gottes nach? Folgst du der Wahrheit nach? Oder bist du immer noch wie ein Schaf, der keine Hirte hat? Ich habe meinen Hirten. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Die Christus nicht kennen, die haben keinen Hirten. Die sind Schafe ohne Hirten. Also, sei vernünftig und lies die Bibel und überzeug dich selbst. Glaub nicht an meinen Worten, musst du nicht glauben. Ich sage die Wahrheit, aber du musst mir nicht glauben. Überzeug dich selbst. Wenn die Schrift sagt, Jesus ist nur ein Prophet, zeig mir, wir reden darüber. Sagt ihr nein. Jesus wurde gefragt, was meint ihr, wer ist der Sohn des Menschen? Die einen sagen, du wärst Johannes der Täufer. Andere sagen, du wärst Jeremia. Andere sagen, du wärst einer der Propheten. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, was meint ihr, wer bin ich denn? Dann sagt Petrus, tut mir leid, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also Jesus hätte vorher sagen können, Jeremia, ah, vielleicht bin ich Jeremia. Elia, vielleicht bin ich Elia. Johannes der Täufer, vielleicht. Oder einer der Propheten. Dann hätte Jesus sagen müssen, wenn er nur ein Prophet wäre, Chalas, finito, bravissimo, du hast es gesagt, ich bin einer der Propheten. Hat Jesus aber nicht, sondern Petrus hat gesagt, du bist der Sohn Gottes. Dann sagt Jesus, glückselig bist du, Amen. Dein Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, weil ein Mensch das dir nicht offenbaren kann. Das bedeutet, wenn du nicht an den Sohn Gottes glaubst, ist es dein Unglaube, dein Hochmut, dein Arrogant. Und der Vater hat dich nicht vorherbestimmt, auserwählt für das ewige Leben. Er ruft dich. Wir als Evangelisten sprechen. Wir reden das Wort, du akzeptierst es aber nicht. Dann das Wort, das gesät worden ist, dann kommt der Satan und nimmt das Wort aus ihren Herzen. Jani, du hörst das Wort Gottes und dann kommt der Satan, der Täuscher, und nimmt das Wort, das in dir gesät worden ist und es bringt keine Frucht in dir. Ich sage euch, Leute, Jesus ist 100% die Wahrheit. Jesus ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Jesus wird wiederkommen. Jesus wird sich in seiner allmächtigen Gestalt zeigen. Jedes Auge wird ihn sehen, auch diejenigen, die ihn durchbohrt haben. Und dann werden seinetwegen an die Brust schlagen. Alle Geschlechter der Erde, sagt das Wort Gottes. Amen. Jedes Knie wird sich eines Tages vor Jesus beugen. Jetzt ist Gnadenzeit. Wir gehen Richtung Endzeit. Wir gehen Matthäus 24, wir gehen Lukas 21, wir gehen Trübsal, wir gehen Israel, wir sehen bald Ezekiel 38, die Prophezeiung von Ezekiel 38, der Krieg, der kommen wird. Wir sehen Gog und Magog, wir sehen das alles, jetzt ist Gnadenzeit. Wenn der Hausherr kommt und die Jungfrauen nicht bereit sind und nicht genug Öl in den Lampen haben,
dann kommt der Herr Jesus zu einer bestimmten Zeit, wo er es nicht meint. Und dann wird die Tür zugemacht werden. Und wenn der Herr Jesus seine Kirche, seine Gemeinde, sein Leib entrückt und die Tür zugemacht wird, dann Ende im Gelände. Dann gibt es nach der Trübsal Drangsal die sieben Zornschalen der Endzeit und nach den Zornschalen kommt das ewige Gericht und dann gibt es kein Ich bin Muslim oder ich habe anders geglaubt. Dann gibt es nur, du wirst dein Knie beugen, ob du möchtest oder nicht. Du hast die Wahrheit akzeptiert oder nicht. Es gibt nur einen Gott und nur eine Wahrheit und das ist die Bibel. Und das ist der Gott der Bibel. Und der Gott der Bibel, der sich ins Fleisch manifestiert hat. So. Das sind die überlassen. Du hast die das Ewige in dir, akzeptiere es, nimm es an. Jesus sagt, ich kann dir ewiges Leben geben. Wenn Mohammed sagt, wer mich sieht, sieht Allah, dann würde ich mich Gedanken machen, okay. Wenn Mohammed sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann habt ihr ewiges Leben, dann würde ich euch Muslimen sagen, okay, glaubt an ihn. Er hat gesagt, er gibt euch ewiges Leben. Aber Mohammed sagt, wenn ich sterbe oder ihr, weiß ich nicht, wohin ich hingehe, weiß ich nicht, wohin ihr hingeht. Ganzer Liebe und ganzer Respekt, so einen Hampelmann will ich nicht nachfolgen, sondern ich folge dem nachgesagt, der gesagt hat, ich mache euch einen Palast im Himmel, Johannes 14. Ich will da, wo ich bin, Vater, auch die du mir gegeben hast, auch mit mir sind im Reich Gottes. Ich folge dem nach, der gesagt hat, ich gebe dir einen unsterblichen Körper, ich gebe dir die Krone des Lebens, ich gebe dir ewiges Leben, ich gebe dir einen Stein, der auf einen weißen Stein, einen neuen Namen, der auf einen Smaragd, auf einen Onyx geschrieben steht und den Namen, den niemand kennt. Ich folge dem nach, der sein Leben für mich gegeben hat. Und nicht Mensch und nicht einen Mohammed, der Leben genommen hat. Sondern ich folge jemandem nach, der Leben gegeben hat und sein Leben gegeben hat. Mit gegeben meine ich beim ersten, dass er Lazarus und so weiter von den Toten auferweckt hat. Und das zweite, dass er sich selber für uns hingegeben hat. Aber ihr versteht, was ich meine. Man muss sehr, sehr verstockt und hochmütig und arrogant sein im Herzen, um Christus nicht nachzufolgen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe es auch schon so oft gesagt, ein kluger Muslim ist ein Ex-Muslim. Ein kluger Muslim, der sich mit der Materie auseinandergesetzt hat und auf jeden Fall sich selber durchgelesen hat, der erkennt, dass Jesus wahrhaftig Gott ist. Und so weiter. Wer die Tora kennt, weiß, Jesus ist der einzige Weg. Jesaja 43,10, Johannes 8,24, macht Sinn. Damit ihr erkennt, dass ich es bin, Jesaja 43,10. Und Jesus, der gesagt hat, den gleichen Vers wie im Alten Testament. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ich habe jetzt viel gesagt. Wir haben jetzt noch 8 Minuten, werde ich ein paar Fragen beantworten, dann bin ich fertig. Es liegt nur einfach auf deiner Vernunft. Ne? Ob du am Ende gerettet wirst, hoffentlich, so Gott möchte. Es ist so traurig eines Tages. Die Menschen werden ihre Augen öffnen und sie werden verloren gehen. Milliarden Menschen werden sich wiederfinden in der Feuersee. Es ist so traurig. Allein der Afroamerikaner, der Opa hat keinen Grund zu lügen. Der Opa hat keinen Grund, irgendein falsches Zeugnis zu erzählen. Der Opa, der im Alter von fast 60 bis 80 Jahren erzählt hat, ich habe die Feuersee gesehen. Ich habe gesehen, wie Menschen von Schlange zu Schlange und Menschen gesehen und ich konnte die Menschen gar nicht zählen, die er gesehen hat, von Reihe zu Reihe, die alle gebunden sind an Ketten und gepeinigt wurden in der Feuersee, die er durch die Vision gesehen hat. Glaubst du, das wünsche ich mir oder das wünscht sich dieser Opa oder das wünscht sich Jesus, der gesagt hat, ich habe die Feuersee mit eigenen Augen in der Vision gesehen, wie auf jeden Fall Menschen von Reihe zu Reihe, Milliarden von Menschen von Reihe zu Reihe gekettet waren und gepeinigt werden. Ja, aber eines Tages wird es kein Märchen mehr sein, die Atheisten sagen, das ist doch ein Märchenbuch und das ist alles Fantasie. Ich sage euch, Leute, es gibt Zeugnisse von Menschen, die das alles gesehen haben. Man muss unterscheiden von Lüge und von Wahrheit.
Aber wenn man sich 6 bis 7 Jahre damit beschäftigt, wie ich das gemacht habe, dann kann man auch auf jeden Fall erkennen, wer lügt und wer die Wahrheit spricht. Und dieser Opa, der diese Vision gesehen hat, der Lake of Fire, wie er sagt, der Lake of Fire, die Feuersee, der hat keinen Grund zum Lügen. Der hat überhaupt keinen Grund zum Lügen. Wenn ein Opa weint und viel weint, dann sollte man diesem Opa zuhören. Dieser Opa hat es nicht nötig zu lügen, der gesagt hat, wenn ihr Jesus nicht auf der Erde akzeptiert, werdet ihr an diesen Ort kommen. Wenn ihr Jesus nicht als euren Herrn und Erlöser annimmt, werdet ihr genauso an diesen Ort kommen. Dieser Opa, der geweint hat und der gesagt hat, ich sah so viele Seelen in diesem Ort, ich sah so viele Seelen von Menschen an diesem Ort. Mein Auge hat nicht gereicht, um nach hinten zu sehen, wie viel Reihe von Menschen da waren an diesem Ort. Ja, wenn ein Opa das sagt und weint, bitterlich weint, der hat nicht nötig zu lügen. Stellt euch mal vor, euer Opa kommt zu euch, sieht so eine Vision und euer Opa erzählt euch das. Der hat nicht nötig zu sagen, mein Kind, ich habe das gesehen, bitte nimm Jesus als den Herrn an. Der hat nicht nötig, dich anzulügen. Abgesehen von Nahtoderfahrungen und von Visionen, das sind die Worte des Herrn Jesus. Wenn ihr nicht an mich glaubt, oder Johannes 3,36, sondern das Gleichnis vom Unkraut. Das Unkraut, die Kinder des Teufels, die nicht an den Sohn Gottes geglaubt haben. Wo am Ende der Tage die Schnitter kommen und sie vom Weizen Kinder Gottes trennen werden. Und wo das Unkraut, diejenigen, die nicht Kinder Gottes sind, dann in den Feuerofen kommen, wo das Heulen und das Zähneknirschen sein wird und das Feuer niemals erlischt. Das sind die Worte des Herrn Jesus. Diejenigen, die nicht Weizen sind, Kinder Gottes, sondern Unkraut, die werden gebunden werden von den Engeln und in den Feuersee geworfen. Das sagt Jesus, das sind die Worte von Jesus. Jesus sagt, meine Kinder, der Weizen kommt in meine Scheune, kommt im Reich meines Vaters und der Spreu und das Unkraut wird vom Weizen getrennt von den Kindern Gottes und werden gebunden werden und in die Feuersee geworfen werden. Oder Johannes der Täufer, der gesagt hat, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird sein Tempel oder sein Haus für Grund reinigen. Den Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Also das sind die Worte von Johannes und von Jesus. Den Spreu wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das sind nicht die Worte von irgendjemandem, sondern Jesus sagt das selbst. Also kümmere dich um deine Seele. Er wird seine Tenne Grund für Grund reinigen, den Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Genau, seine Tenne wird er reinigen, sagt Johannes. Ich glaube, das war Matthäus, wenn ich mich nicht täusche. Oder Markus, bin mir da nicht sicher, muss dann nachgucken. Darum macht die Lehre von den Zeugen Jehovas keinen Sinn, dass man sagt, der zweite Tod, die Feuersee, ist einfach nur, dass man stirbt und nicht für ewig gepeinigt wird. Obwohl die Bibel sagt, sie werden gepeinigt werden von Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 20 und Offenbarung 14, die das Bild angebetet haben und das Zeichen angenommen haben. Das Bild des Tieres ist ganz klar. Der Götzenstein in Mekka. Das Tier, der Antichristusgeist, macht voll Sinn, wenn man sich das anguckt. Wenn man sich die Offenbarung so anguckt. Du kannst die Offenbarung so interpretieren, wie du möchtest. Aber wenn du erkennst, dass der Islam der Grund dafür ist, für die Endzeit und das Kalifat und dass es ein Zeichen ist, was gegen den Sohn Gottes ist und das alles, dann wirst du merken, dass die ganze Apokalypse von Johannes von der Offenbarung auf den Islam gezielt prophezeit wird und das Tier, der falsche Prophet, der Antichrist, der die Welt auf jeden Fall verführt hat in einem anderen Evangelium, in einem Verfluchten, in einem, der den Sohn Gottes leugnet. 2 Milliarden Menschen im Licht, die den Sohn Gottes bezeugen und fast 2 Milliarden Menschen, die den Sohn Gottes verleugnen. Licht gegen Dunkelheit, Kinder Gottes gegen Kinder des Teufels. Geist der Wahrheit gegen Geist des Irrtums. Macht Sinn.
Ich war geschockt, als ich das, die Videos von Revelation Now von dem Bruder gesehen habe auf YouTube. Mit den vier Reitern der Apokalypse. Das weiße Pferd, das rote Pferd, das schwarze Pferd und das grüne Pferd. Alle vier Farben der islamischen Nationen, alle vier Farben von den heutigen islamischen Nationen. Von der Palästina-Flagge, von der Hamas-Flagge, von der Irak-Flagge, von Syrien-Flagge, von Iran-Flagge, von Saudi-Arabien. Die vier Reiter der Apokalypse. Das Grüne, das Weiße, das Rote und das Schwarze. Wie der Bruder das erklärt mit Zusammenhang von Abu Bakr, von Mohammed und so weiter. Wie er das in den ersten Jahrhunderten erklärt, dass das alles islamisch ist, dass das Malzeichen islamisch ist, dass das Kalifat in Offenbarung 19 islamisch ist, dass das Tier der Antichristusgeist ist, der babylonische Geist, der im Mekka-Stein wohnt. Wenn man sich das alles genau anschaut, dann macht das alles Sinn. Ich sag euch, guckt euch das selber an. Wie gesagt, ich werde da sowieso auf mein zweiter Konto da so eine Aufklärung machen. Wie heißt das Video? Revelation Now, das ist der Bruder, sein Kanal. Revelation Now heißt er und er erklärt das. Ich wollte nicht draufklicken. Was sagst du zu Israel, Palästina? Was soll ich dazu sagen? Würden sie Jesus kennen, würden sie sich nicht gegenseitig abschlachten? Möge der Herr Jesus sie retten. Bist du Ex-Muslim? Ja. Guck mal, ich lese euch mal etwas vor. Gebt euch selber eure Meinung dazu. Hallo Bruder, wie geht's dir? Hi Claudia, Gottes Segen. Bist du Gottes Segen? Mir geht's gut, dank dem Herrn. Jesidentum. Jesiden als Menschen, Personen, ganz nette Menschen, doch leider verführtes Volk. Ich kenne viele Jesiden, die Jesus angenommen haben, die Jesus in einer Vision gesehen haben, die Träume von Jesus bekommen haben, die wo Familienmitglieder, viele, die Wahrheit gefunden haben. Und ich kann dir sagen, dass auf jeden Fall durch das Wort alles entstanden ist und die, wenn du zu den Jesiden sagst, ja, was glaubst du, dann würde sie sagen, ja, wir glauben an das Licht, wir glauben an Tausi Melek, wir glauben an das, wir glauben an, dass Gott durch das Licht alles geschaffen hat, das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, Gott hat durch sein Wort, durch sein Licht, durch das Licht der Welt, durch Jesus alles geschaffen. Müssen gerettet werden. Ja. Und wer hat die Bibel geschrieben? Menschen, die versiegelt waren durch den Heiligen Geist. Meine Frage an dich, wer hat den Koran geschrieben? Guck mal, ich sag euch, in deinem Leib spüre ich immer Gottes Macht. Halleluja. Ich küsse deine Kniescheiben. Ja, moin. Guck mal. Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Was bald geschehen wird. Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll. Das Wort bald auf jeden Fall wird mehr
auf jeden Fall in der Hinsicht gezogen auf ein paar Jahrhunderte und nicht 2000 Jahre. Es gibt Christen, die glauben, die Offenbarung ist nicht einmal da. Hier steht, was bald geschehen soll und nicht, was in 2000 Jahren geschehen soll. Leute, folgt mir ein bisschen mit. Ich schalte mal die Kommentare aus. Ich werde euch ein paar krasse Sachen sagen. Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Bald ist nicht 2000 Jahre. Bald ist nicht, dass die vier Reiter der Apokalypse erst kommen werden. Bald ist nicht auf jeden Fall, dass gewisse Sachen noch erst passieren werden. Wir leben schon lange im Buch der Offenbarung. Schon von Jahrhundert zu Jahrhundert leben wir im Buch der Offenbarung. Die Menschen erkennen es nicht. Das ist das Prolog. Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, was bald geschehen wird. Wir sehen auf jeden Fall, dass es schon vieles geschehen ist, wenn man die Offenbarung nicht so nimmt, wie ihr es eigentlich nimmt, wenn ihr euren Horizont erweitert. Ein Beispiel. Wir lesen in den ersten Kapiteln, wie Jesus sich Johannes offenbart. Johannes sieht eine Gestalt, der sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da sehen wir, dass Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Wir lesen dann, wie Jesus in Offenbarung 1 bis Offenbarung 4 die Gemeinden Gottes, wie die Gemeinde in Philadelphia, die Gemeinde in Laodicea, die Gemeinde in Sardes, die Gemeinde in Thyatira, die Gemeinde in Pergamon, die Gemeinde in Smyrna, die Gemeinde in Ephesus und so weiter, wo er dann auf jeden Fall sagt, sie sollen Buße tun und so weiter. Ne? Wir sehen dann in Offenbarung 4, dass im Himmel, in der geistlichen Welt, sich das sich da was offenbaren lässt. Ne? Zum Beispiel, danach schaute ich auf und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme und so weiter. Und dann kommen auf jeden Fall die Posaunen. Danach. Dann kommt in Offenbarung auf jeden Fall 5 das versiegelte Buch und das Lamm. Und dann auf jeden Fall in Offenbarung 6 die ersten Siegel. Wenn du auf jeden Fall liest, zum Beispiel Offenbarung, gehen wir mal auf Offenbarung ein Beispiel. Offenbarung 13, ne? Jetzt gehen wir mal Offenbarung 13 so ein bisschen durch auf den islamischen Hintergrund, dass das Malzeichen und alles islamisch ist. Ne? Und ich stand auf dem Sand am Meer, da sah ich ein Tier auf dem Meer steigen, das hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und aus seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen gotteslästerigen Namen. Und das Tier, das ich sah, war wie ein Panther, seine Füße wie ein Bärenfüße und sein Maul wie ein Löwenmaul und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. So. Jetzt würden viele Offenbarungsfanatiker sagen, ja, das ist entweder, das ist der Vatikan oder das mit den Köpfen, mit den Hörnern, das ist Saudi-Arabien oder das ist wahrscheinlich Babylon, das ist Amerika. Wenn man einmal liest, da steht, der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Damals haben alle Richtung Jerusalem angebeten, auf jeden Fall. Dann sagt Jesus, in Geist und Wahrheit wird angebeten, überall wird angebeten. Mohammed sagt aber, die Muslime sollen Richtung Mekka anbeten. Wir sehen auf jeden Fall, dass der Drache dem Tier, dem antichristlichen Geist, seine Macht gegeben hat. Und jetzt wird das Tier, das die Macht vom Drachen, vom Teufel bekommen hat, angebetet. Wo wird es angebetet, wenn man die Offenbarung laut islamischem Wissen sagt? In Mekka. Das Tier lässt sich 5-mal am Tag dort anbeten. Hier steht, der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah einen seiner Köpfe, das tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde sah verwundet nach dem Tier. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sagten, wer ist das Tier? Also die Menschen beten dann den Drachen an, der dem Tier die Macht gab. Wer wird angebetet? Der Teufel.
wo fünfmal am Tag Richtung diesen schwarzen Stein in Mekka. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sagten, wer ist wie das Tier und wer kann mit ihm kämpfen? Sie sagen alle, wow, guck, wer ist wie Allah, wer ist wie dieser Stein, wer ist wie wir durch den Dschihad, wer kann den Nahen Osten bezwingen, weil die Muslime ja damals in diesem 6., 7., 8. Jahrhundert die ganzen Nahen Osten überwunden hat und alle abgeschlachtet hat. Wer ist wie dem Tier gleich? Wer ist wie unser Gott Allah gleich? Wer kann mit ihm kämpfen, steht hier. Wer ist wie das Tier und wer kann mit ihm kämpfen? Wer ist uns gleich? Dann wurde ihm ein Maul gegeben und große Dinge zu reden, mit Lästerung, und ihm wurde Macht gegeben und 42 Monate lang zu wirken. Und es öffnete sein Maul mit Lästerung gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, die im Himmel wohnen, zu beleidigen. Es beleidigt. Was? Wie beleidigt es? Shahada. Gott hat keinen Sohn. Und so weiter. Die ganzen Lästerungen, die auch auf der Al-Aqsa-Moschee stehen. Und in Jerusalem gibt es einen, wo die ganzen Lästerungen stehen von Suren und Shahada und so weiter. Und ihm wurde gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme, Sprachen und Nationen. Ihm wurde gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen. Jetzt habe ich eine Frage. Denkst du, der Vatikan würde Krieg führen mit Christen, wenn die 10 hören und alles, wenn ihr sagt, das ist der Vatikan? Würde Amerika, das so viele evangelische und katholische Christen haben, Krieg führen mit ihren eigenen Leuten? Wenn du, logisch. Wer würde Krieg führen mit den Heiligen? Wer würde gegen Christen Krieg führen? Natürlich. Der Islam. Der Islam, der dazu geschaffen ist, um Christen und Juden zu verfolgen und abzuschlachten. Um Krieg zu führen mit den Heiligen, mit den Christen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme, Sprachen und Nationen. Das ist auf jeden Fall das, wo wir sagen, in den ersten Jahrhunderten, als der Islam entstanden ist, der ganze persische Reich, der ganze arabische Reich wurde islamisiert durch den Dschihad, durch Tod und Leid. Und ihm wurde Macht gegeben, wie hier steht, über alle Stämme, Sprachen und Nationen. Das mit über alle wird in der Endzeit passieren, was die Muslime sagen und die Islamgelehrten, die sagen, Mahdi, der Antichrist, wird über die ganze Erde herrschen und es wird ein komplettes islamisches Kalifat gebildet werden in der Endzeit. Die werden dann über alle Stämme, Sprachen und Nationen herrschen, das sagen ja die Muslime. Und alle, die auf der Erde wohnen, beten es an. Und alle werden dann aufgezwungen, das anzubeten, dem Tier, der in der Kaaba wohnt, den Islam anzunehmen oder abzulehnen. Wer es ablehnt, der wird wie damals in den ersten Jahrhunderten vom Islam getötet werden, wie in Offenbarung 20 steht. Die, die das Wort des Herrn Jesus nicht geleugnet haben. Und hier steht, und alle, die auf der Erde wohnen, beten es an. Die werden das anbeten. Wir haben schon über 1,8 Milliarden Menschen, die dem Tier anbeten, Muslime. Es wird immer mehr. Der Islam ist die weit steigendste Religion und es wird in der Endzeit noch höher und größer werden. Die nicht im Buch des Lebens, im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen, alle, die nicht im Buch des Lebens stehen, werden islamisiert. Die werden das annehmen und anbeten. Und alle, die auf der Erde wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Seit der Erschaffung der Welt an ist Jesus vorherbestimmt. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis gehen soll, wird er ins Gefängnis gehen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, muss er mit dem Schwert getötet werden. Wie wurden die Christen und die Juden in den ersten Jahrhunderten im 6., 7., 8. von den Dschihadisten und von dem Islam getötet worden, als der Islam dann gekommen ist? Durch das Schwert. Und hier sagt uns, wer ins Gefängnis kommen soll, als Sklaven, wie Mohammed Sklaven hatte, nachdem sie Völker und Nationen überwältigt haben, der soll ins Gefängnis gehen. Wer mit dem Schwert getötet werden soll, der soll mit dem Schwert getötet werden. Die Christen und die Juden wurden mit dem Schwert getötet damals und auch in der Endzeit. Hier ist die Geduld und der Glaube der Heiligen. Ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres von ihm aus und es bewirkt, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war.
und es tut große Zeichen, sodass er auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier. Und er sagt den Bewohnern der Erde, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hatte und lebendig geworden war, ein Bild machen sollen. Was ist dieses Bild? Und es wurde ihm gegeben, dass dem Bild des Tieres Lebensgeist zu geben, sodass das Bild des Tieres auch redet und bewegte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet wurden. Wenn ihr euch vorstellt, diejenigen, die Ex-Muslime, die Offenbarung studiert haben, wie der Bruder Revelation Now, der die Offenbarung studiert hat und Jesus ihm eine Offenbarung gegeben hat, dass die ganze Offenbarung auf den Islam hin prophezeit wird, und der Bruder auch auf jeden Fall gesagt hat, das Bild des Tieres ist die Kaaba. Die Kaaba wird fünfmal am Tag von 1,8 Milliarden Muslimen, die nicht an den Sohn Gottes glauben, verherrlicht. Und hier steht, das Bild des Tieres einen Lebensgeist anzugeben. Warum? In muslimischen Quellen, in den Hadithen und so weiter findest du, dass in der Endzeit, dass selbst die Kaaba beziehungsweise der schwarze Stein der Kaaba reden wird und sagen wird, oh mein lieber Muslim, siehe, hinter dem Stein verbirgt sich ein Jude. Also wir lesen auch in islamischen Quellen, dass in der Endzeit der schwarze Stein beziehungsweise der Mekka-Stein lebendig zu den Muslimen sprechen wird und sagen wird, hier ist ein Jude oder ein Christ, töte ihn. Und hier steht, es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Lebensgeist zu geben, sodass das Bild des Tieres auch redete. Dann wird auf jeden Fall Al-Mahdi oder auch die Kalifen und die Könige der Erde und auch dieser Stein den Muslimen sagen, ey, wer nicht Richtung Kaaba anbetet und wer nicht mich verherrlicht, der soll getötet werden. Hier steht, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Lebensgeist zu geben, sodass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet müssen. Alle, die dieses Bild des Tieres nicht anbeten, müssen getötet werden in der Endzeit. Und es veranlasst, dass sich alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand und an ihre Stirn geben und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens an sich trägt. Hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. So. Wenn du ins Altgriechische zurückgehst und dann liest du mal 666, dann liest du auf jeden Fall, ich zeige euch mal, wie das ungefähr ausschaut. Danke übrigens für die ganzen Geschenke, Gottes Segen euch. So. Wenn du mal dir das Mahlzeichen anguckst, erstens, im Altgriechischen, guck mir, nee, das sieht man hier nicht. Hier sieht man es auch nicht. Hier sieht man es. Hier haben wir den Codex Vaticanus. Der Codex Vaticanus vom Jahre 350, der uns zeigt, das ist 666, Leute. Das ist 666. Hier, das ist das Zeichen von 666. Wenn du es von hier zurücklässt und auf jeden Fall das auf den Rücken legst, dann liest du hier ganz klar das hier. Dann liest du das hier. Dann siehst du dieses Zeichen hier, nämlich im Namen Allahs. So. Warum? Weil ein Bruder hat hier geschrieben, hier ist das Englische, nämlich hier steht in the name of Allah, ne, Offenbarung 13,18 hat er gesagt, in the name of Allah, nämlich wenn du das hier siehst, dann ist es auf jeden Fall auch im Namen Allahs. So. Ja, was ist dann gemeint mit rechter Hand und Stirn? So, ich glaube nicht, dass Gott einen Menschen in die Hölle schickt, weil die meisten Christen denken, das Mahlzeichen ist ein Chip oder sonst was. Vielleicht wird ein Chip kommen, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass Gott einen Menschen in die Hölle schickt, weil er ein Chip oder ein Tattoo an seinem Körper hat. Ich glaube, Gott schickt den Menschen in die Hölle, weil Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich möchte angebetet werden in Geist und Wahrheit. Und alle, die die Kaaba verherrlichen und Allah und Mohammed und ihre Gebete verrichten, nicht zu dem wahren Gott der Bibel, das ist schon ein Grund, in die Hölle geworfen zu werden, nämlich wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Die Muslime ehren den Sohn nicht somit. Und haben sie sich auch getan, was ist, wenn das Mahlzeichen islamisch ist? Was ist, wenn es islamisch ist? Was ist, wenn der Codex Vaticanus im Jahre 350, wenn das islamisch ist? Ich glaube zu 100%. Hier steht, sie können nicht kaufen oder verkaufen. Wir können aber kaufen oder verkaufen.
Ich glaube auf jeden Fall, dass das Malzeichen schon lange in der Welt ist. Es ist ein geistliches Status. Entweder du bist Kind Gottes auf der Stirn geschrieben, so entweder du betest den wahren Gott der Bibel an oder du betest auf jeden Fall einen falschen Gott an, wie auch Allah oder Mohammed, diese Shahada. Das ist für mich das Malzeichen. Das mit Kaufen oder Verkaufen, das wird dann ein System sein in der Endzeit, das kommen wird, dass auf jeden Fall alle, die nicht das Malzeichen haben, auf jeden Fall alle, die nicht entrückt werden, alle, die noch im islamischen Kalifat sein werden und alle, die in der Name nicht im Buch des Lebens werden, sie werden dann wahrscheinlich auch einen offensichtlichen Malzeichen bekommen, dass sie dann auf jeden Fall, die es halt nicht annehmen, nicht kaufen oder verkaufen können. So, und wenn man sich das alles so anschaut, ne, und was passiert? Was passiert mit denen, die auf jeden Fall dieses Malzeichen annehmen? Und ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet. Ja, was ist dieses Tier? Dieses Tier ist der Geist, der die Wunde hatte im Alten Testament, dieser babylonische Geist, der die Wunde hatte, Offenbarung 13, er hatte die Wunde, wurde aber dann wieder lebendig gemacht. Er hatte die Wunde im Alten Testament, wurde in die äußerste Finsternis geworfen, kommt dann in der Endzeit wieder zurück, wie im Jahre 600, als der Kaaba-Stein auf jeden Fall einen Lebensgeist dann bekommen hat, nämlich diesen Geist hier, diesen Tiergeist und das Bild anbeten. Guck mal, hier steht, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen an seine Stirn oder Hand annimmt, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt in den Kelch seines Zornes eingeschenkt ist und wird in Feuer und Schwefel gequält werden vor dem heiligen Engel und vor dem Lamm Gottes. Und der Rauch ihrer Qual wird von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Malzeichen seines Namens annimmt. Ihr glaubst du, Gott wird dir das alles geben mit Pein und Hölle und Schwefel und Feuersee, wenn du einen Chip annimmst? Oder das Tier anbetest, den Antichristusgeist, sein Bild, der mechanische Stein in Kaaba anbetest, Richtung diesem Kaaba-Stein, und das Malzeichen nämlich im Namen Allahs annimmst, das kann dich schon in die Hölle schicken. So, hier ist Ausdauer der Heiligen, hier sind die, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus festhalten. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, die zu mir spricht, schrei, glückselig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und auch, hier, dann lesen wir in Offenbarung 15 von den Zornschalen und dann in Offenbarung 19, ihr kennt ja das Video, was ich gepostet habe mit dem der Islam, die Religion des Antichristen, was da passiert, wenn sie ein Kalifat bilden. Und das möchte ich jetzt wieder nicht erklären. Aber dann lesen wir, der Sieg über das Tier, der Sieg über diesen Antichristusgeist. Ne? Hier steht, das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, die Zeichen vor ihm tat und durch die er die verführte, die das Malzeichen des Tieres angenommen haben und das Bild des Tieres angebeten haben. So, jetzt gehen wir auf meine Theorie auf. Der falsche Prophet Mohammed, der falsche Prophet Mohammed, die das Malzeichen des Tieres angenommen haben, die Shahada, die das Bild des Tieres angebetet haben, den mechanischen Götzenstein, den Mekka-Stein, die wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die anderen wurden mit dem Schwert getötet, das aus dem Mund dessen hinging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch in der Endzeit, wenn die alle Feinde Gottes dann vernichtet werden. Also wir haben hier das Tier, den Antichristusgeist, der in die Feuersee kommt, den falschen Propheten Mohammed, das Malzeichen, die Shahada und das Bild des Tieres, den Mekka-Stein. Das macht Sinn. Dann Offenbarung 20 sehen wir, wie der Satan 4000 Jahre in die Hölle geht. Wenn der Satan 4000 Jahre in die Hölle geht, auf jeden Fall kommt dann das tausendjährige messianische Reich. So, und hier steht, dann sah ich Throne und sie setzen sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben und die Seelen derer, guck mal, die Seelen derer, die enthauptet worden waren wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes. Und so, nenn mir um Gottes Willen, nenn mir eine Religion, nenn mir eine Ideologie, die in der Endzeit enthaupten wird.
Was hat Allah gesagt? Allah geht auf Enthauptung. Allah geht von Anfang an, die Christen und die Juden wurden im Jahrhundert von 6., 7., 8. Jahrhundert enthauptet. Die wurden alle geschlachtet. Und auch in der Endzeit wird so. Kein Amerika wird Millionen Christen enthaupten. Kein Vatikan wird Millionen Christen enthaupten. Kein irgendwas wird Millionen Christen enthaupten. Sondern eine Religion. Die Feinde Gottes. Und das ist der Islam in der Endzeit. Ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren. Die Muslime, die nicht das Mahlzeichen, die nicht den wahren Gott erkennen, sondern Krieg führen mit Al-Mahdi, mit ihren Al-Mahdi und mit den Antichristen und so weiter. Die Christen, die dann enthauptet werden in der Endzeit, für das Zeugnis Jesu willen. Meine Frage ist nochmal, welche Religion und welche enthauptet Christen? Welche Religion würde Christen enthaupten in der Endzeit? Und damals schon. Da gibt es nichts außer Islam. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes willen, und die weder das Tier, den Antichristusgeist, noch sein Bild, den Meckerstein, angebetet hatten, noch das Mahlzeichen angenommen hatten, die Shahada, die das alles nicht getan haben, die wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Und die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig. Ne? Bis die erste Auferstehung vollendet ist, glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und Christus sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. Und dann kommt das Gericht. Ne, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan wieder losgelassen, den Gog und den Magog und so weiter zum Krieg zu versammeln, derer Zahl wie Sand am Meer ist. Und dann werden sie in Richtung Israel, Jerusalem kommen, die Feinde Gottes. Ja, wer wird das sein? Ja, wer wird das sein? Das werden nicht irgendwelche Amerikaner sein, das wird nicht der Vatikanstaat sein, wie die meisten denken, Offenbarung ist über katholische Kirche oder Amerika oder sonst was. Das werden Menschen sein, Millionen und Milliarden Menschen, die einer feindseligen Religion gegenüber Christen stehen. Und das ist der Islam. Und was passiert dann? Der Teufel, der sie verführte, wurde in den See von Feuer und Schwefel geworfen, wo das Tier ist, der Antichristusgeist und der falsche Prophet laut der Bibel Mohammed. Und sie werden Tag und Nacht gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kommt das Endgericht und dann kommt auf jeden Fall das neue Jerusalem. Die Offenbarung mit Enthaupten, die Offenbarung mit Tier, dass damals die Leute Richtung Jerusalem gebeten haben, plötzlich hat der Satan dem Tier die Macht gegeben, den Antichristusgeist. Jetzt wird das Tier in einem Ort angebeten werden, weil er die Macht von dem Drachen bekommen hat. Das Tier, das die Macht von dem Drachen bekommen hat, wird in einem Ort angebeten, nämlich das nennt sich das Bild des Tieres. Das Bild des Tieres ist ein Stein, der mekanische Stein in Mekka. Der Satan hat ihm seine Macht gegeben und jetzt beten alle Richtung diesen Stein, Richtung das Bild des Tieres und verherrlichen den Satan, indem sie den Drachen ehren. Und wenn man sich das alles anguckt mit Offenbarung, da macht das alles Sinn mit der islamischen Interpretation. Ich kenne die ganzen anderen Theorien auch mit Vatikan und mit dem auf jeden Fall die 10 Hörner und das ist in Vatikanstadt oder 10 Hörner in Saudi-Arabien oder die Hure Babylon von Amerika. Mit biblischen Sinne macht das nur Sinn, wenn das alles Richtung Islam geht. Ich glaube, der Bruder, der mir gerade die Blume geschickt hat, denkt, ich bin ein Moslem und mache gerade islamische Dauer. Nein, mein Lieber, rette deine Seele, mein Lieber. So. Guckt euch das selber an. Guckt euch den Bruder Revelation auf YouTube, den Revelation Now, den Bruder an. Der erklärt euch das auf jeden Fall. Stück für Stück, das, was ich euch gerade gesagt habe, er erklärt euch das noch besser. Und er ist auch Amerikaner. Ihr müsst Englisch sprechen können. Guckt euch den Bruder auf YouTube an, der wird euch das Stück für Stück noch besser erklären, wie ich das erklärt habe. Und mit den 4 Reitern der Apokalypse und so weiter.
Und ja, auf jeden Fall auf mein zweiter Account werden die ganzen Videos kommen zu dem Thema. Hut ab, du tust das richtig gut erklären für einen ehemaligen Moslem. Respekt, Amen. Gott segne dich. So Leute, wir gehen jetzt gleich offline. 2.30 Uhr. Bete bitte für mich Sünder und gute Nacht, mein Bruder. Ich bete gerne für dich. Ich bin Christ, Bruder. Tut mir vom ganzen Herzen leid, dass ich ein Vorurteil gegen dich gesprochen habe. Vergib mir. Ich dachte auf jeden Fall, du bist kein Christ. Ich mag dein Profilfoto. Ich mag diesen Mann auf deinem Profilfoto. Der macht immer so lustige arabische Videos. Aber danke auf jeden Fall auch für die ganzen Geschenke, Leute. Welche Offenbarung war das? Offenbarung 13, Offenbarung 14, Offenbarung 19 und Offenbarung 20. Und hier wird es auch beschrieben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie weder das Gras der Erde noch irgendein Grünes noch irgendeinen Baum beschädigen sollten, sondern nur die Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihren Stirnen haben. Hast du das Siegel Gottes an deine Stirn? Glaubst du an Jesus? Bist du wiedergeboren? Hast du den Siegel Gottes auf deine Stirn? Oder hast du das Malzeichen auf deine Stirn, nämlich die Schahada, und betest einen falschen Gott an? Also es hat auch viel mit den mit der Symbolik der Stirn und der rechten Hand zu tun, nämlich von Anbetung. Hast du den Siegel Gottes oder den Siegel des Antichristen? Empfehlst du Luther-Übersetzung? Ich empfehle auf jeden Fall Luther 21, ja, ich lese gerade aus der Luther 21. Gehen wir noch auf jeden Fall auch kurz auf die vier Reiter der Apokalypse hin, ob sie islamisch sind oder nicht. Das wird euch der Bruder Revelation Now auf YouTube besser erklären, wenn ihr mal auf YouTube euch den mal anguckt. Denn ich sah das Lamm ist Jesus, das Lamm eines der Siegel öffnete, und ich hörte eines der vier lebendigen Wesen mit der Donnerstimme und sprechen, komm und sieh, und ich schaute und siehe ein weißes Pferd. Wir wissen, dass das weiße Pferd der Antichrist ist. Das weiße Pferd hier ist nicht das weiße Pferd in Offenbarung 19, sondern das weiße Pferd ist hier, der den Bogen hat und ihm einen Siegenskranz gegeben worden sind. Und das ist der Antichrist. Aber wenn du dir das vergleichst mit diesem weißen Pferd aus Offenbarung 6, mit dem Al-Mahdi aus dem Islam, dann macht das Sinn, weil der Al-Mahdi kommt auch auf einem weißen Pferd und auch auf jeden Fall wird einen 7-Jahres-Vertrag machen. Der Al-Mahdi, wie auch der Antichrist, einen 7-Jahres-Vertrag macht. Der Bruder Revelation Now sagt aber, das ist Mohammed mit den 4 anderen Kalifen. Das muss ich mir auch noch genauer anschauen, wie er das meint. So, er sagt das weiße Pferd. Dann kommt das zweite Pferd. Das war feuerrot. Also wir haben ein weißes und ein rotes Pferd. Und dem, der darauf saß, wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und wirkt, dass sie sich gegenseitig umbrachten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Gegenseitig umzubringen, der interpretiert das auf jeden Fall mit dem Dschihad, mit dem Krieg, das der zweite Kalif gemacht hat. Mit dem dritten haben wir hier ein schwarzes Pferd, der hat eine Waage.
ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Das hat er auf jeden Fall auch gut erklärt, das kann ich jetzt selber nicht wiedergeben, das habe ich vergessen. Und dann haben wir ein fahles Pferd, ein grünes Pferd, ne? Der Tod und das Totenreich folgte ihm nach und ihm wurde Macht gegeben, wieder ein Viertel der Erde durch Schwert, Hunger und Tod durch den Willen des Tieres Erde zu töten. Dieses Viertel ist auf jeden Fall damals, in der damaligen Schicht, meint er, die damalige Population von Christen und Juden, die abgeschlachtet worden waren. Das hat er auf jeden Fall so gesagt. Und ich sah am Altar die Seelen derer, die wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie bewahrten, umgebracht worden waren. Dann sagt er, das sind die Christen, die nicht den Islam angenommen haben, die sind dann umgebracht worden und die sind dann auch vor dem Altar Gottes, die Seelen derer dann auf jeden Fall gekommen. Und dann schreien die Seelen, du Heiliger und Wahrhaftiger. Das Ding ist auf jeden Fall, guck mal, das Ding ist, wir haben ein weißes Pferd, ne? Wir haben ein rotes Pferd, wir haben ein schwarzes Pferd und wir haben ein grünes Pferd. Wenn du die ganzen vier Farben zusammen nimmst, nämlich schwarz, weiß, rot und grün, das sind genau die Farben von allen islamischen Nationen. Die vier Reiter der Apokalypse, auf diese sind alle Flaggen der islamischen Nationen aufgebaut. Schwarz, weiß, rot und grün. Das sind die Farben Palästina, Irak, Iran, Syrien, Saudi-Arabien und auch die islamische Flagge und so weiter mit dem Mahlzeichen und so weiter. Und die vier Reiter, schwarz, weiß, rot und grün, sind auf allen islamischen Nationen. Das weiße Pferd Christus, das weiße Pferd in Offenbarung 6 ist nicht Christus. Das weiße Pferd ist in Offenbarung 19 Christus. Hier steht ein weißes Pferd, das kommt. Christus ist nicht gekommen in Offenbarung 6. Sondern das schwarze Pferd, das weiße Pferd, das rot und das grüne, das sind genau die Flaggen, Farben der Nationen der Islamischen. Und auf das ist ihr Glauben aufgebaut, nämlich auf den ersten, was sie sagen, Mohammed, der erste Reiter, auf den zweiten Reiter, seine Mitkalifen bis zum vierten Reiter. Und auf diesen Glauben ist das Mahlzeichen und alles aufgebaut, nämlich dem Islam und die vier Farben auf ihren Flaggen. Bis heute noch und noch in der Endzeit noch schlimmer. Und das sagt der Bruder Revelation Now, wie gesagt, auf YouTube und deutet es halt noch besser an, als ich das sage. Weiß ist Reinheit. Ja, alles schön und gut, aber das Weiß und Offenbarung 6 hat nichts mit Christus zu tun. Christus kommt in Offenbarung 19 auf ein weißes Pferd. Offenbarung 6 hat damit nichts zu tun. Guckt euch das auf jeden Fall selbst an. Ich werde das auf meinem zweiten Kanal auf jeden Fall auch posten. Ich werde noch mein Insta hier rein posten. Könnt mich dort auf jeden Fall adden. Dann werde ich auch langsam jetzt offline gehen. Allein ist das schlimm, wenn ich abend Hörbücher, Offenbarung etc. höre und einschlafe. Nein, das mache ich auch öfters. Ich höre auch öfters Offenbarung oder Johannesevangelium und so weiter zum Schlafen. Ich wünsche dir doch eine gute Nacht und Gottes Segen. Euch alle auch Gottes Segen. Der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Betet um Erkenntnis und Weisheit, wie der Bruder Revelation das getan hat. Der hat um Weisheit gebeten, der hat um Intelligenz und die Offenbarung gebeten, dass der Herr ihm die Offenbarung zeigt. Und dann hat ihm der Herr die Offenbarung gezeigt mit dem islamischen Interpretation. Und der Bruder Revelation now hat auch eine Offenbarung von Jesus bekommen durch eine Vision und auch auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob er auch eine Nahtoderfahrung hatte. Und dann hat auf jeden Fall er angefangen, die Videos zu machen über die Offenbarung halt mit dem islamischen Sinn dahinter. So. Bete selber dafür, bete um Erkenntnis, Weisheit. Herr, hat die Offenbarung was mit Islam zu tun? Hat das alles wirklich mit dem zu tun? Der Herr wird dir Erkenntnis und Wahrheit schenken.
ich weiß nicht, was das Richtige ist, aber ich weiß, es gibt einen Gott, aber ich weiß nicht welchen. Jahwe. Jahwe in der Bibel, Jahwe, der wahre Gott in der Bibel. Das kann ich dir sagen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott, ein Wesen, drei Hypostasen, drei Personen. So, Gottes Segen, wir hören uns auf jeden Fall. Mach's gut.